Heute im Tech Talk erfahrt ihr, weshalb ihr keinesfalls auf SMS zu Videobenachrichtigungen reagieren solltet und was das mit Facebook zu tun hat. Außerdem erklären wir euch, warum es jetzt Websperren in Deutschland gibt und was ihr dagegen tun könnt und warum Elon Musk Beef mit dem ZDF hat. Das alles nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Tech Talk 38 mittlerweile. Heute mit dabei der David Sondermann, Georg Hürmer und der Tobi Ponzel und der Steffen Kolb. Ja, wir sind heute wieder vollzählig und sind richtig gut drauf. Und wir haben einige Themen dabei, die so ein bisschen Aufregerthemen sind, nicht wundern. Aber bevor wir da tief reingehen in die ganze Geschichte, erstmal zu unserer Umfrage der Woche, die ist jetzt schon etwas länger gelaufen. Wir hatten ja in der Special-Folge mit David und mir, haben wir ja über das Thema alternative Messenger und was man jetzt machen kann. Facebook möchte ja Ende Mai oder ich glaube jetzt sogar schon Juli, die haben es ein bisschen nach hinten geschoben, wollen die ja jetzt ein bisschen laxer mit dem Datenschutz umgehen. Gut, jetzt hat sich noch was anderes ereignet, da kommen wir gleich dazu. Aber da haben wir euch dann gefragt, erstmal haben wir euch Tipps gegeben in der Special-Folge, könnt ihr euch nochmal anhören, was ihr alternativ machen könnt. Und wir haben euch auch gleichzeitig gefragt, was ihr so an alternativen Messengern eigentlich schon im Einsatz habt. Und waren jetzt nicht so viele Teilnahmen, wahrscheinlich weil das auch viele Leute gehört haben, die jetzt nicht Abonnenten sind von uns. Habe ich so den Eindruck, wenn man sich so die Analytics anguckt, die Folge ist sehr gut geklickt und gehört, auch auf Spotify und iTunes und auch auf YouTube. Aber es ist hauptsächlich, sind es Leute, die halt einfach so neu dazugekommen sind. Erstmal herzlich willkommen, falls ihr wirklich ein Abo abgeschlossen habt. Hier seid ihr genau richtig. Also, die Ergebnisse. Was habt ihr abgestimmt? Welchen Messenger nutzt ihr? Auf Platz 1, lustigerweise, ist WhatsApp, wer hätte das gedacht. Danach kommt Telegram, also WhatsApp mit 8, Telegram mit 6 Votes. Danach Threema, danach kommt, also Threema mit... Warte mal, das ist gar nicht geordnet, sehe ich gerade. Was erzähle ich hier für einen Schmarrn? Also auf Platz 1 WhatsApp, das passt auf jeden Fall. Dann kommt Signal, lustigerweise, fährt gleich mit WhatsApp. Und dann geht es auf Telegram mit 6 Votes. Und dann geht es runter auf Discord als Messenger. Oh Gott, aber Microsoft Teams, würde der Tobi sagen, ist auch nicht viel besser mit 5 Votes. Und dann kommt Threema mit 4 Votes. Also das sind so die Top. Alle Ergebnisse sind natürlich wieder verlinkt. Da sind dann auch noch andere Sachen dabei, wie Facebook Messenger oder Skype oder Wire. Dann haben wir euch gefragt, ob ihr euch vorstellen könntet, WhatsApp durch einen anderen Messenger zu ersetzen. Da haben 3 Leute ja gesagt, 3 Leute nein und 2 Leute aber, sie planen es. Und es hat aber niemand abgestimmt, dass er gesagt hat, er sieht keinen Grund, außer die Leute, die halt nein gesagt haben. Die haben sicherlich ganz gute Gründe dafür. Dann habt ihr uns auch noch paar Mitteilungen dagelassen. Bleibt gesund, Jungs. Jo, das hoffen wir, glaube ich, alle. Ich warte noch auf meinen Impftermin, aber das ist in Deutschland nochmal eine ganz andere Nummer. Dann hat jemand geschrieben, ich hatte noch nie WhatsApp. Früher hatte ich noch Viber und Surfspot. Sagt mir überhaupt nichts. Nee, kenne ich nicht, aber ich habe mal gegoogelt, das ist so eine Open-Source-Lösung. Wahrscheinlich auf der Ebene von Signal, auch so ein Security-Messenger. Wobei man da wahrscheinlich mittlerweile eher Signal einsetzt, weil es halt weiter verbreitet ist. Viber kenne ich auch noch. Das ist noch so aus meiner Anfangs... kennt ihr Viber eigentlich? Ja, das war auch das, wo du drüber den telefonieren Namen konntest. Den Namen habe ich mal gehört, aber aktiv genutzt nur. Ja, hat, glaube ich, mittlerweile Rakuten gekauft. Man könnte die kennen. Das ist auch so ein Ding gewesen vor zig Jahren oder so, wo halt Leute gesagt haben, hey, lad dir mal Viber runter als Messenger. Da war WhatsApp noch nicht so groß im Rennen. Deswegen hat es mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass WhatsApp so abgegangen ist. Aber gut,
richtige Marketing und dann kannst du auch so eine Schrottsoftware, ich meine, siehe TikTok, kann man so eine Schrottsoftware auch hochhypen bis zum geht nicht mehr. Dann hat noch jemand geschrieben, weiter so ihr geilen Heringe. Ja gut. Und dann noch eine Frage mit einem sehr kritischen Unterton. Mich würde mal interessieren, wie viel Kilowattstunden eure Cloud so im Jahr frisst. Erstmal frisst, falsch geschrieben. Nein, keine Ahnung. Ich kann das nicht genau sagen, weil wir da jetzt keine Abrechnung für Stromverbrauch in dem Sinne haben. Das ist alles pauschalisiert. Man kann so grob mal durchrechnen. Ich würde es mal mitnehmen. Vielleicht mache ich da irgendwas mal dazu, aber das ist jetzt nicht die Welt. Außerdem, gleich mal hier Hashtag Werbung, alle unsere Server laufen mit 100% Ökostrom. Generell bei Kurs of Use Services. Also wenn einer bei uns Server hostet oder seine IT in unsere Cloud outsourced oder auch einfach nur eine Website oder irgendwas bei uns hat, das ist alles auf 100% Ökostrom aus Wasserkraft und Windkraft und Photovoltaik. Also da braucht man, glaube ich, kein schlechtes Gewissen haben, wenn man dann da ordentlich Strom verbraucht. Aber es ist nicht so viel. Wir haben jetzt auch viel auf AMD-CPUs umgestellt, also auf die neuen Ryzen-Modelle. Wir haben nur noch so ein paar Kunden, die unbedingt mit Xeon arbeiten wollen, aber die Kurs-of-U-eigenen Sachen, die sind mittlerweile, glaube ich, fast zu 100%, bis auf so ein paar Storage-Appliance-Geschichten und ich glaube Firewall auf AMD. Also wir haben ganz, ganz wenig Intel-Stromfresser-CPUs da im Einsatz und mittlerweile auch hohen Anteil an SSD-Flash-Speicher. Also es trägt auch alles so ein bisschen zum Energiesparen bei, aber wie gesagt, ansonsten braucht da niemand schlechte Gewissen haben, wenn er bei uns in der Cloud ist oder einfach, ja, muss ja nicht in der Cloud sein, einfach unsere Voice-Server wie Teamspeak oder Mumble nutzen oder unser Forum, unsere Website, wie auch immer, läuft alles auf Ökostrom und ja, ich glaube, da sind wir jetzt nicht so die großen Stromfresser. Aber es wird ja immer wieder gesagt, hier Streaming ganz schlimm, Leute, streamt nichts mehr, ganz, ganz schlimm. Der Planet wird zugrunde gehen wegen Netflix. Wenn man so am besten wieder, wieder in die Videothek und VHS-Kassetten laufen. Genau. Mit dem Diesel-SUV 30 Kilometer in die Videothek und sich da was mitnehmen, genau. Nee, letzte Minute kommt halt irgendwer gemeint, es wäre doch sinnvoll, bei Videokonferenzen das Bild auszumachen, weil es ja auch so viel Bandbreite braucht und das ja auch dann sehr viel Emissionen erzeugt. Natürlich. Ja. Gut, so, ich glaube, bevor wir jetzt hier Leute komplett triggern und die kommen, ich sehe schon, wir kriegen jetzt bald den ersten Shitstorm, der wird über uns einprasseln, wenn es so weitergeht, dann geht es hier richtig rund. Ja, richtig rund ist ein gutes Stichwort. Bei Facebook ging es jetzt auch im Moment richtig rund, die halten sich aber sehr bedeckt, aber irgendeiner hat, wenn man... Also ich habe so das Gefühl, irgendjemand bei Facebook hat richtig Scheiße gebaut und man möchte das jetzt irgendwie vertuschen, gell David, da irgendwas ist da im Busch. Ja, vielleicht war es ja mal wieder eine offene Elasticsearch-Datenbank, wer weiß. Ja, das hatten wir ja nur 50 Mal genau. Hier schon. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Ja, Daten von knapp 533 Millionen Facebook-Nutzerinnen und Nutzern wurden geleakt. Die können sowohl Namen enthalten als auch Wohnorte, E-Mail-Adressen und biografische Inhalte. Telefonnummern natürlich auch. Und ja, das ist Ganze ist ein riesengroßes Problem natürlich. Zum einen können diese Daten für Phishing-E-Mails, für Phishing-SMS genutzt werden. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mitbekommen, dass Leute SMS bekommen haben von, weiß ich nicht, angeblich DHL oder Hermes oder sonst wem, Paketzustellern oder generell Firmen, von wegen, ihr Paket wird zugestellt, hier klicken Sie auf den Link und so weiter und so fort, wohinter sich dann irgendein Scam oder Phishing hinter befindet. Oder auch eben E-Mails sind in letzter Zeit wieder deutlich mehr gekommen. Ich weiß es von meinen Eltern, die haben einige bekommen. Ich habe selber auch ein paar von den E-Mails bekommen. SMS komischerweise gar keine. E-Mail genauso. Genau. Aber E-Mail kam einiges rein. Ja. Aber da gab es auch noch einen anderen Data Breach, wo ich irgendwie mit dabei war. Und da war meine Vermutung eigentlich eher, dass es daher kommt und nicht von Facebook. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Facebook sagt halt zu dem Ganzen nicht ganz so viel. Die ziehen sich so ein bisschen zurück und sagen, ja,
die Sachen waren ja an für sich eh öffentlich. Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie nicht hätte rausfinden können. Prinzipiell haben sie damit nicht ganz Unrecht, aber die Kriminellen haben halt im Prinzip eine Lücke ausgenutzt. Und zwar, man kann ja über gespeicherte Telefonnummern sich anzeigen lassen, mit denen man zum Beispiel noch nicht auf Facebook befreundet ist, und eben so weitere Freunde finden. Und die haben wohl diese Lücke ausgenutzt, um so rauszufinden, welche Personen oder welche Accounts zu welchen Telefonnummern oder Datensätzen gehören. Und im Gesammelten können solche Datensätze natürlich für Cyberkriminelle sehr, sehr praktisch sein für alle möglichen Anwendungen. Ja, was ich auch so ein bisschen da an der Aussage kritisieren muss, ist auch das Thema, naja, das kann man sich ja eh zusammensuchen. Wenn ich mir 30 Datensätze manuell zusammensuche, okay, aber wenn jemand da mit einem Crawler auf so eine Seite losgeht, da müssten eigentlich auch die Security Appliances oder die Security die Security-Einrichtungen, Systeme bei Facebook eigentlich Alarm schlagen, wenn jemand es schafft, massenhaft so viele Daten abzucrawlen. Das ist ja eine Geschichte, sag ich mal, und vor allem, wenn das dann noch nicht irgendwie so ein bekannter Crawler ist wie Google oder irgend so eine Suchmaschine halt, dann sollte das eigentlich schon auffallen, ne? Also gerade die Security-Abteilung von Facebook, die sollte sowas eigentlich mitkriegen. Das ist eigentlich auch immer das Thema, wenn man so Webshops oder sowas betreibt, möchte man sowas ja auch verhindern, dass zum Beispiel die Konkurrenz die Preise abcrawlt und solche Geschichten, um die dann anzupassen. Da gab es vor Jahren mal einen interessanten Vortrag, ich glaube, den haben wir sogar online auf unserem Channel von Akamai, die kennt man vielleicht, die machen so CDN und Security, und die haben zum Beispiel Mechanismen, die sowas verbieten. Die merken das, wenn jetzt irgendwie ein Bot deine Seite crawlt, und damit wollen die halt zum Beispiel Shopbetreiber schützen, wie ich schon gesagt habe, dass eben die Konkurrenz guckt, was kostet das Produkt bei dem, und dass das dann automatisiert angepasst wird. Ist auch eine interessante Welt, weil die ganz großen Online-Shops, die machen das. Die passen automatisiert ihre Preise an. Die haben dann irgendwelche Formeln drin, was weiß ich, wenn der Mitbewerber XY 3 Euro runter geht, dann gehen die 5 Euro runter oder hoch, dann gehen die auch mit hoch und solche Geschichten. Und das machen die automatisiert, da sitzt niemand mehr und tippt dann für 300.000 Artikel die neuen Preise ein, sondern das passiert automatisiert, und das kann man halt eben verhindern mit solchen Geschichten. Da ist Akamai natürlich nur einer von vielen, ich habe die jetzt mal genannt, weil die sind halt sehr groß, die könnte man kennen. Und ja, deswegen wundert mich das halt, dass Facebook da nichts mitbekommen hat und sagt, ups, ja, ist halt jetzt so, ne, passiert. Ja, das ist halt auch ein bisschen komisch. Sie haben ja, wie gesagt, gemeint, ja, es ist ja kein Hacking in dem Sinne, sondern es wurde ja eine legitime Funktion von Facebook ausgenutzt. Ja, aber irgendwie, was ist das für eine Aussage? Dann fragt man sich ja normalerweise, wie die dann Hacking definieren. Also normalerweise, so ich, also die ursprünglichste Definition ist halt das Nutzen von Systemen zu einem anderen Zweck, als den sie gebaut wurden. Und wenn man so sieht, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass Facebook dazu gebaut wurde, an die halbe Weltbevölkerung der E-Mail oder beziehungsweise deine Telefonnummer zu leaken. Ja, ne, dieses Thema, also nennt sich ja eigentlich Doxing, ne? Das ist ja eigentlich so der Begriff aus der IT-Sicherheit. Und Doxing ist ja auch eine Geschichte, die ist ja auch strafbar. Also im Prinzip, und das hat man jetzt auch in Bezug auf Prominenten, hat man das ja schon mal gehabt, mit den ganzen YouTuber, Telefonnummern und so weiter. Aber das ist halt was, sag ich mal, das ist schon keine schöne Sache, vor allem für die Betroffenen nicht. Und da kann man ja auch davon ausgehen, dass da viele Leute dabei sind, die da drauf reinfallen, die halt denken, wenn sie jetzt hier eine SMS bekommen von Amazon, vermutlich Amazon, dass ein Paket kommt und dass man da noch irgendwas machen muss, ja, dann klicken die da drauf oder tippen auf dem Handy drauf, wenn sie eine SMS bekommen, und dann sind die Daten weg und das Konto vielleicht leergeräumt. Also ja, blöde Geschichte. Und heutzutage hat halt eben noch nicht jeder Zwei-Faktor-Authentisierung. Ja. Das ist so eine Geschichte, das ist immer Wunschdenken von uns IT-Sicherheitsmenschen und IT-Lern. Und selbst da gibt es Leute, die sagen, ich pfeife da drauf auf die Zwei-Faktor. Ich muss auch ehrlich sagen, selbst bei mir, bei manchen Portalen, wo ich sage, ist eh Quatsch,
unwichtig oder ich habe mich da nur registriert, um mal an Informationen ranzukommen, da ist dann zwei Faktor auch aus, aber da ist es dann auch wurscht, weil da ist nichts von mir und an Daten. Und vielleicht habe ich da sogar dann halt auch eben eine E-Mail-Adresse benutzt und Passwort sowieso, aber E-Mail-Adresse auch benutzt, die ich sonst nie benutze, die ich nur für so Spam in Anführungsstrichen benutze und dann ist es sowieso egal. Aber wenn jemand wirklich ernsthaft diese Portale nutzt, dann ist es halt echt ein Problemchen. Was noch ganz lustig war bei der ganzen Sache, ist auch noch unter anderem auch von Mark Zuckerberg so ein paar Informationen angeblich durchgesickert und da ist wohl rausgekommen oder aufgefallen, dass Mark Zuckerberg selber auch Nutzer von Signal, dem WhatsApp-Rivalen, ist. Fand ich noch ganz lustig. Was mir gerade noch dazu eingefallen ist, was ich ein bisschen krass finde, ist, angeblich sagt, also Facebook sagt ja auch, das ganze Leck wäre schon älter. Die Daten hätte man nur bis Mitte 2018 abgreifen können. Und 25. Mai 2018 ist ja die DSGVO, die so allseits geliebte, eingetreten. Und Facebook meint demnach, dass sie die Datenabgriffe nicht melden müssen, weil ja da die DSGVO noch nicht gültig war und die Daten sind ja eh älter. Interessant. Weise stammt aber die jüngste Facebook-ID in diesem Datenleak von Ende Mai 2019, würde also eigentlich schon unter die DSGVO-Regelung fallen, aber Facebook hatte sich ja da sowieso mit diesem US-amerikanischen Federal Trade Commission auf eine Strafe von 5 Milliarden US-Dollar geeinigt, weil sie ja die Datenschutzvorgehen noch nicht so schnell, glaube ich, umgesetzt hatten. Also Da haben sie sich halt auch wieder, ich sag mal, ganz schön aus der Affäre gezogen, weil ich glaube, 5 Milliarden sind für die damals eh nicht viel gewesen und die machen sich das Leben da halt ein bisschen leicht, in meinen Augen. Ja, sehe ich genauso. Also da muss ich halt mal wieder mit meinem elitären Steffen hier anfangen. Nee, weil das Thema ist halt, also was mich halt immer wurmt, ist das Thema, das wird uns als kleine Unternehmer mit aufgebürdet. Weißt du, so ein deutsches Unternehmen hier mit ein paar Hansele, die sollen die DSGVO fehlerfrei umsetzen und sollen am besten noch mit der Schubkarre zum Anwalt fahren und denen das Geld vor die Bude kippen. Und so eine Firma wie Facebook kriegt das nicht hin, mit 1000 Leuten diese scheiß Richtlinie umzusetzen. Und da kriegst du dann echt einen Hals, wo du dich dann fragst, wie kann sowas sein? Und wenn, dann musst du wirklich überall mit gleichen, wie sagt man, Maßstäben das Ganze bemessen werden. Und dann muss auch Facebook da, muss man da auch bei Facebook ein bisschen aggressiver vorgehen. Und nicht nur bei dem kleinen Handwerker um die Ecke, der da mal vergessen hat, den Cookie-Hinweis einzublenden. Fehlen einem echt die Worte. Und Mark Zuckerberg zu Signal. Was mir auffällt, vielleicht da noch zu Signal, ich sehe jetzt immer wieder fast täglich neue Kontakte von mir, die zu Signal wechseln. Also es ist echt ein guter Trend. Finde ich gut, gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht mir auch so, habe ich auch immer mehr in letzter Zeit. Haben wir dazu noch was zu dem Thema? Ich bin, glaube ich, so. Nö, soweit. Das ist eigentlich soweit alles gesagt. Ja, also nichts, was ich jetzt noch groß hinzufügen würde. SMS, wie gesagt, habe ich keine bekommen, aber ich habe auch ich habe eine gekriegt, aber. Was war das dann? DHL-Scam? Oder? Gar nichts. Also es war einfach nur eine unbekannte Nummer mit einer SMS, die dann gemeint hat, mein Paket wäre jetzt abholbereit. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen gewundert, weil A, habe ich normalerweise keine Dienste, die mir jetzt eine SMS schicken. Insgesamt bin ich, was Kommunikation angeht, immer so ein bisschen paranoid. Also bevor bist du mir genau nicht, richtig hier? Zum Beispiel, wenn irgendwelche SMS kommen da von unbekannten Nummern, da frage ich mich eh erstmal, wissen die jetzt? Ja, bei mir ist so, SMS, ihr könnt ja mal, übrigens Umfrage der Woche, erstmal habt ihr auch eine SMS bekommen und zweitens, nutzt ihr eigentlich überhaupt SMS noch? Und ich habe mal so bei mir reingeguckt, ich habe auf dem neuen Handy, und also neu in Anführungsstrichen, das habe ich jetzt schon seit fast 2 Jahren, das ist für ein Handy in Deutschland sehr langes Alter, und ich habe keine SMS gefunden, die nicht von irgendeiner automatisierten Stelle gekommen ist. Also alles automatisiert, irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Telekom, ne, Booking.com, oh Gott, ja, Hotel, ist auch schon ein bisschen länger her, Corona, ihr erinnert euch, oder dann irgendwie Bank, Kreditkarte oder so, oder eben auch Facebook,
aber nichts irgendwie, dass ich jetzt privat SMS mit irgendjemandem geschrieben habe. Dann habe ich hier noch unser Monitoring, SMS-Gateway und solche Sachen. E-Post sehe ich jetzt hier noch, aber ansonsten überhaupt keine SMS. Ich habe tatsächlich eine gefunden bei mir. Okay, krass. Aber ja, meine Mutter hat mir auch in der, per SMS geschrieben, dass ich bitte mal in den Messenger schauen soll. Ja, also bei mir hauptsächlich zu meiner Mom, weil die halt nur so ein Brickphone hat. Also da wird WhatsApp mit Installation drauf wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Die hat Streamer oder Signal. Ja, oder Signal, je nachdem, was man halt verwenden möchte, oder Telegram. Die hat dieses, wie heißt das? Es gab doch mal dieses verschlüsselte Phone von der Kanzlerin, wie hieß denn das nochmal? Nee, so ein Ding nicht, aber halt so ein billig. Ja, nee, das billig war Teil. Aber die, weiß ich, dass es nicht hört, und B, ist, kann ich nur sagen, hi, du, ich weiß, dass du mit allem anderen überfordert wärst. ist ja auch okay. Also ich habe es jetzt wirklich geschafft, hier familientechnisch sehr viel auf Signal umzustellen. Ich habe mal die Gelegenheit genutzt, da bei irgendwelchen Familienzusammenkünften, also natürlich alles im Rahmen der Corona-Schutzverordnung, also jetzt kein Spaß, sondern wirklich so, also dass wir da uns mit kleinen Gruppen getroffen haben, aber da habe ich dann immer gleich die Gelegenheit genutzt, hey, hier, und oder wenn dann so das Thema war, gerade bei Oma und so, kannst du mal gucken, hier, mein Handy geht wieder nicht, da ist irgendwas komisch, habe ich gesagt, so, jetzt mache ich dir gleich einen neuen Messenger drauf, und das hat ganz gut geklappt, die Taktik, und wie gesagt, so Bekanntschaft, Freundschaft mäßig, da sind sehr, sehr viele Leute jetzt parallel unterwegs, was natürlich gut ist. Und wenn die Leute dann wissen, hey, den Steffen erreicht man nur noch über Signal oder über Streamer, dann funktioniert es auch. Also ich glaube, das funktioniert. Ich bin sehr gespannt, aber das ist jetzt nochmal für mich so ein soziales Experiment, würden andere YouTuber sagen, wie gut das jetzt funktioniert, umzustellen. Ja, kommen wir von Facebook mal zu einer anderen Datenkrake, die wir schon öfters hier kritisiert haben, wo es auch die dollsten Geschichten gibt, Schufa. Ja. Da hat sich jetzt auch nochmal was getan. Also wir hatten ja letzte Folge darüber berichtet, dass die ja jetzt ihre, diesen Kontoscan jetzt nicht einsetzen werden. Aber jetzt hat sich in der Konzernstruktur nochmal was geändert. Ja, genau. Und zwar schaut es so aus, dass mehrere Eigentümer von der Schufa aktuell darüber verhandeln, dass die Kreditauskunft mit den persönlichen Daten von rund 68 Millionen Menschen an Finanzinvestoren verkauft werden sollen. Ausgangspunkt für diese Gespräche war eigentlich ein Finanzinvestor namens EQT. EQT oder wie auch immer sie sich aussprechen, die haben Interesse an der Schufa bekundet. Und es gibt halt wohl mehrere Firmen oder auch Inhaber, die darüber eben diskutieren, ihre Anteile abzugeben. Unter anderem gibt es aber auch noch andere Interessenten, teilweise Banken. Und ja, ich weiß nicht, ich sehe das Ganze ein bisschen schwierig. Die haben eh schon so viele Daten, du hast gesagt, eine riesen Datenkrake. Bei mir auch schon des Öfteren mal über Pro und Con davon gesprochen, die ja auch ganz gerne immer noch mehr Daten sammeln. Jetzt sind sie ja noch so halbwegs irgendwie, ich sag mal, bei manchen Sachen gebremst worden, aber wer weiß, wenn die vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen mehr Drive reinbekommen, weil mehr Geld dahinter steckt, sehe ich ein bisschen schwierig. Man schätzt, dass der Verkauf der Schufa ungefähr auf 2 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Wobei ich sage, dass die Daten, die die haben, deutlich mehr wert sind. Doch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also vom Inhalt einfach. Ja, du kannst halt sehr viel Rückschlüsse auf das Privatleben ziehen, und vor allem das Thema ist ja auch noch in der Zukunft jetzt, wenn dann wirklich Finanzkrise und so weiter richtig hart zuschlägt, dann ist die Liquidität schon eine sehr gute Information für Unternehmen, um halt sich vor irgendwelchen Leuten zu schützen, die da sich finanziell etwas überschätzen. Ja. Und dann ist es, glaube ich, nochmal wichtiger, dass man da halt diese Informationen bekommt, aus meiner Sicht. Definitiv. Naja, gucken wir mal. Schufa, immer wieder spannend. Wenn da wirklich mal rauskommt, wie genau diese Schufa-Scoring-Geschichten berechnet werden und so, das würde mich schon wirklich mal interessieren, weil das ist schon wahrscheinlich sehr, sehr spooky, was da alles mit rangezogen wird. Also da hört man ja die tollsten Sachen. Ich sag nur, letzte Folge mit dem Waschmaschinenkauf.
Gut. Ja, eine Waschmaschine will er nicht verkaufen, aber der möchte Elektroautos bauen. Die Rede ist von Elon Musk. Ja, hat auch unter Umständen einen Stecker, wenn es geladen wird, das Elektroauto. Und jetzt, wir haben ja schon x-mal, glaube ich, über Tesla geredet und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass ich schon so ein bisschen Tesla-Fan bin. Aber jetzt mal unabhängig davon habe ich mir jetzt auch mal die ganze Thematik angeguckt mit dem Frontal 21-Bericht. Also wer komplett vom linearen Fernsehen weg ist, Frontal 21 ist eine Sendung im ZDF, also im heißen die zweites deutsches Fernsehen? Ich glaube schon, ne? Ja. Zweites deutsches Fernsehen. Also öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und da gab es eine Reportage eben zur Tesla Gigafactory in Brandenburg in Grünheide. Und da hat einfach mal so gar nichts gestimmt. Also das war so der journalistische Griff ins Klo sozusagen, wo du wirklich alles falsch machen kannst, was du falsch machen kannst. Das ging wirklich so weit, dass irgendwann auch Elon Musk auf Twitter geschrieben hat, hier ZDF schämt euch, weil das war wirklich so in so einer Richtung, muss man ganz ehrlich sagen, man möchte den Leuten nichts unterstellen, aber man hatte wirklich den Eindruck, okay, der Redakteur, der mag Tesla nicht. Das kam irgendwie so raus, der mag Tesla einfach nicht, weil es waren so viele Sachen, die waren so offensichtlich oder da hätte man wirklich wenig Aufwand reinstecken müssen, um die Wahrheit zu recherchieren oder zumindest, ich will nicht sagen die Wahrheit, weil es gibt mehrere Wahrheiten, aber die Informationen, die zusätzlichen Informationen, die das vielleicht widerlegen, dass man die vielleicht auch mit aufdeckt. Also man hatte so das Gefühl, ich sage bewusst, liebe Anwälte von ZDF und von Tal 21, ich hatte persönlich das Gefühl, dass der Redakteur, wie gesagt, in eine gewisse Richtung wollte und das war einfach gegen Elektromobilität, gegen Tesla, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Manch einer würde unterstellen, der würde sagen, hier, das liegt vielleicht auch daran, dass beim ZDF hauptsächlich Leute sitzen, die keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Andere Leute würden sagen, guckt euch mal, da gab es so eine Studie mal vor einigen Jahren, da haben sie Redakteure, Nachwuchsredakteure befragt, welche politische Gesinnung die haben. Und da kam Erstaunliches zutage, dass 90% der jungen Redakteure wohl eher in der roten bis dunkelroten Ecke politisch zu verorten sind. Also eher so grüne Linkspartei, SPD oder irgendwelche sozialistischen Parteien und 10% dann praktisch der Rest, wo man dann schon sieht, okay, diese Journalisten, ich will jetzt nicht sagen, dass die lügen oder so, ich will einfach nur damit sagen, man muss halt wissen, von wem das kommt, um einfach die Informationen besser einordnen zu können. Das ist eher so mein Credo, was ich habe. Ne? Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, hier Lügenpresse und ganz schlimm und vermeidet den ganzen Öffentlich-Rechtlichen, sondern man muss halt, wenn man sich Programm von denen gibt, da muss man immer im Hinterkopf haben, dass eben da 90% Leute arbeiten, die halt sich irgendwie in einer Bubble befinden, alle der gleichen Meinung sind. Das sieht man ja auch bei Funk ganz schön. Und sag ich mal, eher der linkeren Fraktion politisch angehören und ganz, ganz wenige, sag ich mal, mittig oder vielleicht sogar eher konservativ stehen. Aber das nur mal am Rande. Da gibt es eine Studie, die werde ich auch mal verlinken. Da gibt es wirklich eine interessante Studie oder Umfrage. Es war keine Studie, es war eine Umfrage unter Nachwuchsjournalisten beim öffentlichen Rundfunk. Und das ist schon echt krass. Aber das nur mal am Rande, darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Ja. Ich wollte gerade sagen, da vielleicht auch kurz eingeworfen, also das sollte man vielleicht bei jedem Medium machen, so mal überlegen, was die da eigentlich verbreiten wollen. Also jetzt sei es öffentlich-rechtliches, sei es irgendwelche Alternativquellen. Ja, definitiv. Es will halt trotzdem auch so subjektiv, wie man immer schreibt, es sitzt halt nach wie vor ein Mensch dahinter. Ja, ich möchte jetzt auch nicht, möchte jetzt auch hier nicht niemanden dazu raten, irgendwie Russia Today oder sowas als das heilsbringende Medium anzusehen oder noch schlimmer irgendwelche Telegram-Kanäle von irgendwelchen Schwurblern. aber man muss halt immer überlegen, mit welcher Intention, was sitzen da für Leute und jetzt ganz harmlos gesagt, es werden teilweise halt Sachen als Problem dargestellt, die wohl 90% der normalen Bevölkerung, also normal, also keine Journalisten, wohl nicht als Probleme darstellen würden. Das fällt mir bei Funk relativ häufig auf. Da werden Probleme aufgegriffen, wo ich mir denke, okay, ja, das ist vielleicht für
0,02% der Deutschen ein Problem. Es ist auch vielleicht gut, dass Journalismus sowas mal an die Oberfläche kratzt, aber bei diesen Funk-Channeln geht es zu 90% jetzt nur noch um sowas. Und wo ich dann auch sage, ey Leute, das ist dann doch ein bisschen too much. Und ja, das ist dann, man merkt halt, dass es ein sehr linksgrün orientiertes Medium ist. Egal. Zurück zu Tesla. Elon Musk, natürlich würde ich wahrscheinlich eher, das ist so der Stefan Lindner unter den Unternehmern weltweit, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Also der würde wahrscheinlich damit auch nichts anfangen können. Kommen wir jetzt mal zurück zu dieser Frontal-21-Geschichte. Ich habe jetzt mal so ein paar Notizen mir gemacht, was halt wieder mal aufgefallen ist, was entweder verkürzt oder weggelassen wurde oder zu wenig drauf eingegangen wurde oder man hat sich nur die eine Seite angehört und nicht die andere noch. Zum Beispiel das Thema Wald wird ja immer gerne aufgegriffen. Also da wird sehr viel Wald wurde abgeholzt und bei dem Thema Wald muss man auch vorsichtig sein, weil es ist eigentlich kein richtiger Wald gewesen, sondern ein Nutzwald, der wurde angepflanzt, um daraus Papier zu machen und der war wohl auch nicht mehr ganz so gesund. Und letztendlich war auch die Konstellation, wie der angepflanzt war, auch nicht so sinnvoll, weil man heutzutage scheinbar aus umwelttechnischen Gründen eher Mischwald bevorzugt, weil der wahrscheinlich auch ein bisschen robuster ist. Wie gesagt, kein Gärtner, ich weiß es nicht, aber ich vermute das mal. Und deswegen ist es eigentlich auch kein großer Verlust gewesen und dass das Ding dann weg war, weil letztendlich der wäre sowieso gefällt worden, egal wer da jetzt in dieses Industriegebiet hingegangen wäre. Also man muss auch dazu sagen, das war ja auch ausgeschrieben als Industrienutzfläche. Das ist ja nicht so, dass Elon Musk irgendwann mal mit einem Helikopter über Deutschland geflogen ist und gesagt, so jetzt da baue ich meine Gigafactory hin, sondern er hat sich ja ganz normal beworben, wie jeder andere Unternehmer sich da auch hätte bewerben können auf diese Fläche, sag ich mal. Und also dieses Argument aus meiner Sicht zieht nicht. Und wenn man dann noch mitbekommt, dass Elon Musk bzw. Tesla die dreifache Fläche wieder an Wald aufforsten wird, anpflanzen wird und das auch noch in Regionen, die landwirtschaftlich die Betonung liegt auf nicht mehr genutzt werden kann, dann ist es, denke ich mal, eine verschmerzbare Sache, vor allem die dreifache Fläche. So dieses Thema hatten wir in Coburg erst gehabt, da ging es um einen ähnlichen Unternehmer, der wollte da auch was machen und da haben sie auch rumgejuckt, irgendwelche Anwohner und so weiter, hat gesagt, ey Leute, ich mache euch die doppelte Fläche irgendwo hin, pflanze ich euch an, alles gut, hat er genauso gemacht. Also ist durchaus ein probates Mittel, kann man machen, um einfach die Leute da ein bisschen milder zu stimmen. Und ich finde es auch, muss es eigentlich auch sein, wenn ich so ein riesen Ding hinbaue, dann kann ich da auch ein bisschen aufforsten. Aus meiner Sicht ist sowieso die Aufforstung mit der beste Klimaschutz, ne? Ohne dass ich jetzt hier Grünwähler bin. Anyway, das war jetzt das eine. Das andere Thema war dann das Thema Wasserverbrauch. Das wird auch mal gern genommen hier. Riesen Wasserverbrauch, ganz schlimm. Erstens mal darf man nicht vergessen, Tesla hat auch eine Fabrik in der Wüste aufgebaut und die funktioniert auch. Also Wasserverbrauch, schwierig. Und dann halt auch noch so Geschichten, das ist jetzt wieder handwerkliche Fehler vom ZDF oder von den Frontal 21 Redakteuren. Die reden in dem ganzen Beitrag immer von, ja, Tesla braucht so und so viel Millionen Kubikmeter. Dieser Wert, den sie da aus den Unterlagen haben, ist der Peak-Wert, den Tesla angeben musste für die Wasserversorgung ihres Werkes. Wenn du ein großes Unternehmen hast, eine Fabrik, dann musst du an den Energieversorger, an deinen Lieferanten, musst du dem ungefähr so ein paar Hausnummern nennen, wie viel Kilowattstunden du peakmäßig ziehen möchtest, brauchst und natürlich auch bei sowas, wie viel Wasser du brauchst. Dementsprechend werden die Leitungen ausgelegt und solche Geschichten. Und die haben halt diese Zahl angemeldet, weil das der Peak-Traffic ist. Also der Traffic, sag ich schon, ich bin schon wieder im IT-Game, der Peak-Durchsatz von Wasser ist, den diese Fabrik brauchen wird, wenn wirklich volle Möhre da Wasser durchläuft und die Produktion auf 100% läuft. Mehr werden die nicht haben, aber die werden nicht dauerhaft diese Millionen Liter abfragen. Und Elon Musk hat ja auch schon, das wurde auch schön weggeschnitten, die haben dann das Interview mit Elon Musk reingeschnitten, nur zum Teil, wo er eben in grün
Grünheide war vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr und sich der Presse gestellt hat und auch Umweltschützern und so weiter. Und dann hat er gesagt, Leute, wenn es jemanden in Grünheide oder irgendwo gibt, der uns erklären kann, wie wir das besser machen können, dann soll er sich melden, dann machen wir das auf jeden Fall. Wir wollen ja nicht die Region kaputt machen. So, er wäre auch bereit gewesen zu sagen, hey, jemand hat eine Idee, wie man besser Wasser aufbereiten kann, was auch immer, dann machen wir das auch. So, und es ist ja auch geplant zum Beispiel, dass das Regenwasser mitgenutzt wird und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass die da jetzt komplett den grünen Heiden da das Wasser wegnehmen. Im Vergleich zum Beispiel mit VW in Wolfsburg, die brauchen fast die doppelte Menge an Wasser. Und bei denen verdurstet auch keiner. Also Wasser ist in Deutschland eigentlich ein gelöstes Problem. Das Einzige ist halt vielleicht, dass es an manchen Stellen mal weniger Wasser gibt. Aber wir haben in Deutschland eine noch funktionierende Logistik. Das heißt, man könnte es auch hinbekommen, zu irgendwelchen Knappheitszeiten die Leute mit Wasser zu versorgen. Wir haben hier funktionierende Infrastruktur. Wir können Wasser von A nach B bringen. Und wenn irgendwann mal rauskommt, hey, die brauchen viel zu viel Wasser, dann baut Elon Musk auch noch eine Pipeline mit Wasser. Das ist dem völlig egal. Das werden die bringen, definitiv. Oder das kann man ja dann mit den örtlichen Stadtwerken zusammen machen und kann sagen, hey, wir überlegen uns, wie können wir denn möglichst gut das Wasser von A nach B bringen. Also das sind alles so Sachen, aus meiner Sicht keine Kritikpunkte, persönliche Meinung. Wenn ihr was dazu sagen wollt, einfach unterbrechen. Ich will da jetzt keinen Monolog halten, das nur mal am Rande. Du hast ja eigentlich so das gesagt, was ich jetzt, also passt, stehe ich voll so hinter dir, würde ich ganz okay. Genauso sagen, ehrlich. Ja gut, ich würde vielleicht noch irgendwas dazu sagen, ja, so Wassersachen und so weiter kann man schon mal ein bisschen als Kritikpunkt vielleicht sehen. Und aber wie gesagt, das sind Deutschland gelöste Probleme und wir haben, denke ich, die strukturelle Integrität da, die das hält. Ja. Und ja, gut, es ist vielleicht ein bisschen kritisch zu sehen, dass man dann sagt, okay, Elon Musk baut dann in einem im deutschen System seine eigene Wasserleitung. Aber wir sind in Amerika, wo man halt alles privatisiert hat, aber... Nee, für seine Fabrik, dass er praktisch einen Anschluss von einer Stadt, von einer anderen Stadt herlegt oder so. Das war jetzt so die Idee. Freilich kann man da Dinge kritisieren und bin ich auch der Meinung, sollte man, aber so wie das hier alles angegangen wurde, ist es doch wieder eher so ein bisschen Schmierentheater. Ja, vor allem, dass man halt, also was mich halt aufregt, dass man diese Werte nicht richtig lesen kann, ne? Wenn da steht Peak Wasserverbrauch. Die andere sagen ist, vielleicht kann man sie auch richtig lesen und halt wieder das gute alte Fakten verdrehen. Ja, das möchte man natürlich niemandem unterstellen, aber das denken halt wieder Leute. Und gerade jetzt, wo die Öffentlich-Rechtlichen sowieso sehr kritisch beäugt werden und auch Diskussionen sind mit dem Rundfunkbeitrag, die Leute den eigentlich gar nicht mehr einsehen, bezahlen zu wollen und so weiter, ist es halt auch wieder eigentlich nicht gerade eine Werbung für diese Anstalten. Aber gut. Naja. Aber Energieverbrauch bei Tesla ist ja allgemein immer so das Thema, da wird eine Fabrik aufgebaut und Strom und bla. Natürlich wird Tesla auch auf allen Fabrikdächern Photovoltaik platzieren. Also ich meine, wenn Tesla nicht, wer sonst? Ne? Und das ist ja für die erstens mal eine gute Gelegenheit, ihre Anlagen nochmal zu testen in größeren Ausführungen. Es gibt in den USA schon einige Rechenzentren von Amazon zum Beispiel. Jetzt werden manche sagen, hier die Verbindung des Bösen, ne? Jeff Bezos und Elon Musk, aber die nutzen schon von Tesla Batterien und Photovoltaik, um eben eine USV-Notstromversorgung, also das, was bei OVH gebrannt hat in Frankreich, dass die sowas halt eben von Tesla beziehen, weil sie sagen, hey, das Zeug hält, die Akkus sind sehr robust und das Zeug hat halt einfach Performance. Und ich denke halt auch, dass der Energieverbrauch, und Tesla hat ja für sich auch so den Anspruch, dass sie möglichst nachhaltig ihre Werke aufbauen. Und wenn man sich auch mal anguckt, das ist jetzt, soll jetzt keine Werbung für Tesla sein, ihr könnt euch die Autos kaufen, die ihr wollt, von mir aus. Aber wenn man sich mal anguckt, wie Tesla zum Beispiel ihr Serviceverhalten einstellt, die Autos sind gebaut, dass sie möglichst wenig Reparaturen haben, möglichst wenig Verschleiß haben und sowas. Gut, da spielt auch die Physik mit, weil es halt Elektroautos sind. Aber das ist so eine Geschichte, die ist halt auch super nachhaltig. Und ich glaube auch, dass das wird definitiv nicht das Problem sein, weil
Tesla wird auf jeden Fall schauen, dass sie möglichst ihren Energiebedarf entweder selbst irgendwie abdecken oder zumindest das Ganze irgendwie kompensieren in irgendeiner Form. Also das wäre auf jeden Fall sehr verwunderlich, wenn die dann auf einmal anfangen, hier irgendwelche Dieselaggregate auszupacken und dann oder irgendwie Kohlekraftwerk auf dem Gelände aufbauen. Also das wäre schon sehr merkwürdig. Kann ich mir da ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, ja, zum Thema Nachhaltigkeit kann man auch noch sagen, im Bereich Raketen, also sind die gehören mit zu einem der ersten Unternehmen, die Raketen herstellen, die man wiederverwenden kann. Ja. Also genau, das ist auch immer also so ein Punkt, dass das, glaube ich, bei Tesla schon gemacht wird. Natürlich gibt es immer Fehltritte und alles und auch bei SpaceX ist auch nicht alles Gold. Aber ich glaube schon, dass da das grundsätzliche Mindset schon dahinter ist. Und ich meine, Elon Musk, selbst wenn er es nicht aus eigener Überzeugung macht, er macht es schon allein deswegen, weil es sich gut verkauft. Ne, also wenn man ihnen jetzt keine gute Absicht unterstellen will, könnte man immer noch sagen, er macht es einfach, damit es sich gut verkauft. Ist nochmal eine andere Geschichte. Also, und auch bei den Elektroautos ist auch so das Thema, Akku und so wird ja mal gesagt, ja, was ist, wenn die Batterien dann getauscht werden müssen? Es gibt mittlerweile Methoden, dass die Batterien und Akkus mittlerweile fast vollständig recycelt werden können. Man kann viele Sachen wiederverwenden und es wird in den nächsten Jahren einfach von Jahr zu Jahr immer besser werden. Und wenn man sich mal bei einem Verbrenner anguckt, was da zum Beispiel im Katalysator und so weiter, was da für Metalle und so verarbeitet werden und verbaut werden, dann ist das Elektroauto nicht mehr das große Problem, ehrlich gesagt. Aber oder noch schlimmer, bei so einem Plug-in-Hybrid, der beide Welten in sich hat, ist es ja noch schlimmer. Da brauchst du ja alle Bauteile doppelt mehr oder weniger. Also ja, dieses Argument schwierig aus meiner Sicht. Dann, genau, auch zu dem Brennen kann man sagen, dass da auch neue Technologien auf den Markt kommen, die natürlich dieses Brennen von Lithium-Ionen-Akkus verhindern können. Genau, ja. Also da wird es auf jeden Fall wird's noch Entwicklung geben. Das wird auch noch wahnsinnig interessant aus meiner Sicht. Deswegen, das ja, ist ein Argument, wenn man in die Zukunft denkt, dann ist es eigentlich nicht mehr da. Was auch gerne angeführt wird, ist so das ganze Genehmigungszeug. Da muss ich natürlich sagen, hätte den Politikern auch klar sein müssen, wenn sich so ein Elon Musk nach Grünheide verirrt, dass der natürlich nicht sagt, jo, in 10 Jahren können wir dann mal drüber reden, dass wir das Fundament gießen, sondern so jemand denkt in Wochen. Der sagt, okay, in 20 Wochen machen wir das, in 25 Wochen muss das fertig sein. Und das hätte den Politikern auch vorher klar sein können. Das ist so ein bisschen Politikkritik. Allgemein, dieses Thema Politik ist da ehrlich gesagt relativ gut weggekommen. Und das ist auch wieder was man den Öffentlich-Rechtlichen da ankreiden kann, dass niemand mal gesagt hat, wo ist denn da die Politik eigentlich? Wenn alles so schlimm ist, wenn Tesla hier macht, was sie wollen, wenn Elon Musk der größte Arsch ist auf der Welt, wo ist die Politik, die auch übrigens dieses Gelände an Elon Musk verkauft hat, die gesagt haben, hey, ihr dürft hier die Fabrik bauen. Die wissen, was da gebaut wird. Und niemand schreitet da ein. Dann muss man auch sagen, wenn das wirklich alles so schlimm ist, wo ist die Politik dann bitte? Und bei dem Genehmigungszeug ist ja genau das Gleiche. Man kann eigentlich Tesla wenig kritisieren dafür, dass sie halt einfach Druck ausüben. Das machen andere Unternehmer auch, definitiv, klar, aber gerade in der Größenordnung. Also jeder, der sagt, es ist nicht so, dass bei uns in Deutschland passiert sowas nicht, der ist weltfremd. Sorry, aber der hat einfach keine Ahnung, wie Politik läuft. Ihr glaubt doch nicht, dass BMW oder VW und wie sie alle heißen, dass da nicht irgendwie, sag ich mal, die Schulterklopfer und Speichellecker da irgendwo in den Amtsstuben sitzen und den Politikern da irgendwie die Füße kraulen und sagen, hey, wir hätten hier gern mal und wir würden hier gern mal und könnt ihr da nicht was machen? Ich sag nur dieses Skandal und was es da alles gab. Also, das ist doch völlig weltfremd, dass man davon ausgeht, wenn so ein Weltkonzern sich irgendwo ansiedelt, dass der nicht irgendwelche Forderungen stellt oder dass er sagt, hey, wir liefern so und so viel 1000 Arbeitsplätze und dafür hätten wir aber dann gerne das und da weniger und das könnt ihr doch bitte für uns noch regeln oder seid da mal ein bisschen großzügiger, finde ich persönlich, aber ich bin ja auch der elitäre Steffen, hier finde ich jetzt nichts verwerflich dran. Ich finde das eher normal, das ist im Moment
Business, Alltag einfach. Aber das verstehen viele Leute nicht. Und dass natürlich Tesla da auch teilweise vorprescht. Ich sag mal so, die haben ja immer noch die Gefahr, Elon Musk trägt ja, oder Tesla trägt ja immer noch die unternehmerische Gefahr, dass sie irgendwas hinbauen, was dann von den deutschen Behörden wieder kassiert wird. Die haben eine vorläufige Genehmigung, und wenn die eine vorläufige Genehmigung für irgendwas haben, dann hast du immer noch die Gefahr, dass sich jemand umentscheidet in irgendeiner Amtsstube. Aber du kannst schon mal anfangen. Das machen viele deutsche Unternehmer, machen das hier nicht, weil das halt wirklich sau riskant ist. Aber diese Gefahr hat Tesla immer noch. Und die sagen, hey, wir wollen aber vorankommen und wir pfeifen da drauf. Für die ist das vielleicht trotzdem kalkuliertes Risiko, weil sie sagen, na gut, 1 Million mehr oder weniger, egal. Aber letztendlich ist das Risiko immer noch bei Tesla. Und dass da unser Rechtssystem oder unsere Behörden, eigentlich Rechtssystem Quatsch, aber unsere Behörden da nicht hinterherkommen, ja gut, ist halt auch Politik und Bürokratie, ist halt so. Da ist Tesla, denkt er halt ein bisschen schneller. Und Elon Musk sowieso. Genehmigung. Dann, ja? Ja, zum Genehmigungszeug auch nochmal einzuwerfen, ja, also das ist, wollte gerade sagen, also vor allem, da muss man ja gar nicht mehr aus der Branche weg, wenn ich mir da mal so die deutsche Autoindustrie angucke, da möchte ich auch nicht wissen, was da so an Geldern und wir machen mal ohne Genehmigung und die kriegt man dann schon. Also ja. Das ist ja mehr, oder Autoindustrie, das ist ja eigentlich komplett egal, das ist ja mittlerweile alles, wenn du es so siehst, ein Sumpf. Und wenn man sowas kritisiert, dann bitte auf aller Ebene. Ja, nee, ich glaube, das ist vielen Leuten halt einfach nicht klar, weil die kriegen das halt jetzt zum ersten Mal so mit, weil klar, das ist natürlich unbestritten, dass Elon Musk mit seiner Entscheidung natürlich in Deutschland einiges bewegt hat, auch mental in den Köpfen der Leute, und viele Leute beschäftigen sich halt jetzt zum ersten Mal so intensiv damit, dass hier ein Großunternehmen hier in Deutschland nach Deutschland dringt und dass da jemand jetzt was hinbaut. Und dann ist halt die German-Angst sowieso vorhanden in der Bevölkerung, weil das ist was Neues, das kennt man nicht, man kann es nicht abschätzen. Und das sorgt halt dann für viel Verunsicherung. Also irgendwo kann man das schon nachvollziehen als Deutscher, aber ich könnte mir vorstellen, ein Ami, der würde bei vielen Sachen sich nochmal mehr an den Kopf fassen als wir. Und wir sind ja relativ aufgeschlossen hier gegenüber dieser Technik und alles. Aber ist halt so. Thema dann auch noch in der Dokumentation war auch übrigens so das Thema Arbeitsbedingungen, Arbeitslohn. Also natürlich muss man dazu sagen, Tesla ist sicherlich keine Firma, bei der man arbeiten kann und sich dort ausruht. Also ich könnte mir schon vorstellen, allein schon durch die Firmendynamik und wie das Unternehmen am Markt eben positioniert ist, dass die natürlich schon sehr viel Druck haben. Auch intern bin ich ganz ehrlich, also trotzdem, dass ich die Autos gut finde und das ganze Technische, ich möchte da nicht arbeiten, weil ich könnte mir vorstellen, der Druck ist schon sehr hoch. Wenn aber jemand sich mit der Marke identifiziert und das geil findet und so weiter, dann nimmt er vielleicht diesen Stress auch in Kauf, denn der Arbeitslohn, der wurde auch kritisiert. Wenn man sich dann mal umguckt, der ist ja auch öffentlich im Internet, der Arbeitslohn liegt weit über den durchschnittlichen Gehältern, die für diese Positionen in Brandenburg bezahlt werden. Also was haben die Leute? Verstehe ich nicht. Ich habe mal geguckt, so spaßeshalber, so ein klassischer Job für jemanden, der nichts gelernt hat, der noch nicht mal einen Hauptschulabschluss hat, der hat ein Einstiegsgehalt von 2.300 Euro. Das ist wahrscheinlich auch für Bayern sehr hoch. Und da muss man wirklich sagen, diese Kritik kann ich nicht wirklich verstehen. Geschweige denn die ganzen Ingenieure und so, die dann bei Tesla arbeiten können, die kriegen natürlich noch mehr. Dann ist das eigentlich, eigentlich Nonsens. Außerdem kommt noch dazu, wenn du bei Tesla arbeitest, wirst du auch über Firmenanteile am Unternehmen mit beteiligt. Das machen auch viele Startup-Unternehmen. Um einfach nochmal so ein bisschen die Mitarbeiter mehr am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen und auch zu motivieren, natürlich ganz klare Sache. Also keine Annehmlichkeiten ohne Mehrarbeit oder irgendwelchen
ja, Einsatz, sag ich mal, von den Mitarbeitern, ganz klare Sache. Aber man muss trotzdem festhalten, das Gehalt ist bei Tesla nicht das Problem. Wo ich persönlich vielleicht eher so, da könnte der David mir auch zustimmen, so das Thema in Bezug auf Betriebsrat und vielleicht auch auf das Familienfreundlichkeit. Und da glaube ich wirklich, dass es bei Tesla auch schwierig werden könnte. Betriebsrat ist ja auch in Deutschland nichts, was man sich aussuchen kann. Das heißt, du bist als deutscher Unternehmer ab einer gewissen Größe sowieso verpflichtet. Genaue Zahlen, keine Ahnung, sage ich hier mal nichts. Aber es gibt ja Regelungen ab einer gewissen Größe. Musst du ja dann sogar einen Betriebsratsvorsitzenden hauptberuflich im Unternehmen haben und so weiter. Also es ist alles geregelt. Das heißt, da gibt es auch keinen Sonderweg für Tesla. Die werden irgendwann einen Betriebsrat haben und ja, der wird dann auch kämpfen und machen und tun und da haben die keine Wahl. Also ich wüsste jetzt nicht, wie sich da Tesla rausreden kann, ehrlich gesagt. So viel kannst du da gar nicht die... und wenn Tesla wirklich so ein schlechter Arbeitgeber wird, dann wird keiner mehr dahin gehen. Dann hat Tesla irgendwann ein Nachwuchsproblem und dann müssen sie sich ändern. Da geht kein Weg dran vorbei. Also ich sehe das nicht so schwarz, wie es da gemalt wird. Die haben auch jemanden interviewt, der angeblich durch Tesla, also nee, angeblich, das wäre jetzt fies, weil das ist sicherlich auch so, der durch Tesla körperliche Schäden davon getragen hat. Jetzt, was die Doku aber verschweigt oder wo der Redakteur nicht recherchiert hat, ist, dass diese Montage, die da angesprochen wurde von den Sitzen, mittlerweile durch Roboter getätigt wird. Das heißt, diese Verletzungen, die er hat, die sind durchaus tragisch und alles, keine Frage, aber diese Montage gibt es nicht mehr in Tesla-Werken. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Mitarbeiter in Anführungsstrichen BMW, VW, Audi, Volkswagen und so weiter auf dem Gewissen hat in den Anfangsjahren ihrer Produktion. Möchte ich nicht wissen, weil da war bestimmt auch noch nicht alles so durchdacht. Und gerade in den ersten, ich meine, die Firmen gibt es seit zig Jahren, da möchte ich nicht wissen, wie damals der Arbeitsschutz war und Roboter gab es da noch lange nicht. Also dieses Thema mit diesen Leuten, die da gezeigt wurden, schwierig, weil wie gesagt, diese Montage gibt es nicht mehr, das wird verschwiegen, finde ich auch schade, weil diese Gefahr gibt es dann auch nicht mehr und es gibt in Deutschland ja auch den Arbeitsschutz und das wird auch kontrolliert und da wird Tesla sich auch danach richten müssen. Da gibt es keine Ausnahmen. Da kommt dann die Genossenschaft kommt dann vorbei und dann wird geguckt. Und es geht in Deutschland ja so weit, dass es sogar ja, Sicherheitsunterweisungen gibt, selbst schon erlebt, wo dir erklärt wird, wie du eine Leiter zu besteigen hast, dass du dir da das Genick nicht brichst. Du hast ja sogar oder extra, wie ein Feuerlöscher funktioniert oder solche Sachen. Du hast ja sogar extra noch dann teilweise Ausschüsse auch in den Betriebsratsgremien, die dann eben auch solche Gefährdungsbeurteilungen erstellen müssen für bestimmte Bereiche, wo es dann auch darum geht, keine Ahnung, sei es in irgendwelchen Fabriken, Abluft, Zuluft, wie lange ist es zumutbar, dass Leute da arbeiten. Also das ist in Deutschland ja alles sehr, sehr hohe Hürden, sage ich mal. Und ja, da wird er halt auch nicht drum herumkommen. Also von daher. Genau, da gibt es keine Ausnahmen. Trifft da auf jedes Unternehmen zu, was es hier in Deutschland ansässig ist. Und Arbeitsschutz hat natürlich auch bei uns absurde Züge. Vielleicht nochmal ein kurzer Schwank aus meinem letzten Gespräch mit meiner Friseuse. Die hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel ihre Mitarbeiterinnen darüber belehren musste, dass sie die Farbe für die Haare und das Blondierungsmittel nicht trinken dürfen und solche Geschichten. Das musste auch unterschrieben werden und so. Brüller, aber solche Geschichten gibt es halt in Deutschland. Oder auch das Thema Belüftung. Sie hat zum Beispiel ihre Tür vom Salon im Sommer immer geöffnet und dann kam jemand von der Berufsgenossenschaft, schwieriges Wort, Müllwagen, von der Berufsgenossenschaft und hat gemeint, diese Belüftung reicht nicht aus. Das heißt, wieso? Die Tür ist doch offen. Nee, sie muss die Fenster aufmachen. Die Fenster sind viel kleiner, aber es geht darum, weil in dieser Verordnung steht drin, dass die Fenster geöffnet werden müssen und nicht die Tür. Die Tür reicht für Belüftung nicht aus. Sie muss also im Sommer jetzt die Fenster und die Tür aufmachen, damit laut Gesetz Arbeitsschutz die Mitarbeiterinnen nicht gefährdet werden im Salon. Also ganz strange. Ja,
Tobi? Dazu hat man es ja auch vor der Aufnahme mit der Aktion, wo ich bei uns im Betrieb erzählt habe, wo auch Betriebsschutz, Arbeitsschutz kam, wo halt ein Arbeitskollegen angemonkt hat, weil der halt mehr oder weniger in seinem Bürostuhl gelegen hat, dass er doch nicht richtig sitzt. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Entwickler oder so hier mit rumsitzen, aber es gibt genug auch Internet-Memes, die durchaus wahr sind, dass man halt während die Backen mal so ein bisschen unter dem Tisch rutscht oder keine Ahnung. Wie ist das Schneider, genannt, die Croissant-Stellung? Ja, die Croissant-Haltung, beziehungsweise oder halt dann, keine Ahnung, irgendwie im Schneidersitz auf dem Bürostuhl oder so Zeug, das ist halt, es passiert sowas halt einfach. Ja, genau, es ist menschlich, aber es gibt halt grundsätzlich, gibt es halt eben diese Regelungen, es gibt auch regelmäßige Sicherheitsunterweisungen, gerade in solchen Industriegebieten, sag ich schon, Betrieben, ist sowas ja auch gesetzlich vorgeschrieben, das Ganze, der Mitarbeiter muss es auch unterschreiben, dass er daran teilgenommen hat und so weiter und so fort, also da gibt es keinen Sonderweg, und das ist auch sowas, was mir irgendwie gefehlt hat, diese Aussage, so nach dem Motto, ja, ist zwar schön, dass er sich dagegen sträubt, aber ihm wird sowieso nichts anderes übrig bleiben, weil es in Deutschland eh alles geregelt ist, und wenn jemand in Deutschland ein Unternehmen hat, dann muss er sich daran halten, und wenn er das nicht macht, dann hat er riesige Probleme. Also ja, das ist wieder so eine Geschichte, kann man nicht nachvollziehen. Ja, am Ende gibt es dann noch das Thema Bohrungen. Da wird noch kritisiert, dass da halt tiefe Bohrungen gemacht werden für dieses Fundament und so weiter. Ich bin jetzt kein Architekt und Bauexperte und Baurechtler oder was auch immer. Ich kann allerdings nur dazu sagen, dass sicherlich auch andere Firmen solche Fundamente brauchen, gerade Industriebetriebe, die haben ja auch mit größeren Lasten zu tun und so weiter. Natürlich kann man da auch wieder das Thema Wasser mit anführen, aber die werden mit Sicherheit da jetzt nicht ihren Mörtel mit Quecksilber anmischen oder keine Ahnung. Also kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, die müssen sich ja da sicherlich auch wieder an irgendwelche Regularien halten. Und nochmal, es gibt da ja auch Politiker, die sowas ja auch verhindern können oder die halt auch vielleicht mal sagen können, hey, schickt da mal jemanden vorbei, der das einfach kontrolliert, ob es da mit rechten Dingen zugeht. Und man kann vielleicht auch, es gibt sogar Thema deutsche Bürokratie, es gibt sogar Unternehmen, denen wird vorgeschrieben, welche Schrauben sie für ihre Fassade zu verwenden haben. Kein Witz, gibt es in Deutschland alles. Dann kann man sicherlich auch Tesla oder Elon Musk vorschreiben, welchen Mörtel er für seine Fundamente benutzt, um das Wasser nicht zu gefährden und so weiter. Also das sind alles so Geschichten, wo ich sagen muss, wo ist da die Politik, und wenn es wirklich ein Problem wäre, wären die da nicht schon dazwischen gegangen, oder ist denen das alles scheißegal oder keine Ahnung. Also da fehlen mir einfach so ein bisschen fundierte Fakten, wo ich sage, wo ist denn jetzt wirklich der Schocker gewesen bei dieser ganzen Dokumentation. Am Ende vielleicht noch, ich verlinke euch natürlich die ganze Doku. Ich habe auch noch einen Beitrag von Holger von Massengeschmack TV, verlinke ich natürlich auch. Der hat darüber auch berichtet. Und es gibt noch von den geschätzten Podcast-Kollegen von Felix Barr und von Own Galaxy, die haben da auch einen Beitrag dazu gemacht in ihrem Podcast. Verlinke ich auch alles in der Beschreibung. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das gerne mal alles noch geben. Aber alles in allem kann man eigentlich sagen, diese ganze Doku ist ein Griff ins Klo. Elon Musk kommt da denkbar auch schlecht weg. Mit Sicherheit möchte ich nicht abstreiten. Mit Sicherheit kein einfacher Mensch. Also man kennt es ja, dass viele Leute, die, sag ich mal, so eine gewisse Begabung haben oder so, die sind menschlich schwierig im Umgang. Das ist halt einfach so, aber das sind auch viele Politiker und die haben nichts drauf. Also von daher, ja, ne, und da muss man einfach dann auch noch so ein bisschen, sag ich mal, diesen Bonus mit abrechnen, bei dem, wenn er sich irgendwie vielleicht ein bisschen komisch verhält. Also diese Pressekonferenz, wo sie diese Ausschnitte rausgeschnitten haben, ich habe die mir komplett mal auf YouTube angeguckt. Es wirkt schon irgendwie ein bisschen lustig. Aber allgemein ist Elon Musk, wenn du den irgendwo siehst bei solchen Veranstaltungen, ich muss immer so ein Grinsen einfach irgendwie unterdrücken, weil der hat irgendwie der wirkt teilweise schon so ein bisschen unbeholfen und du hast nicht den Eindruck, dass da jetzt der CEO oder ein Milliardär vor dir steht,
der ist SpaceX zum Beispiel, wenn er dann so zwischen den Trümmern seiner Rakete so durchwatschelt und so, oh ja, okay, das ist alles im Arsch, alles okay, das ist schon immer sehr absurd. Oder eben auch jetzt bei dieser Pressekonferenz, wo er aus seinem Tesla aussteigt und erstmal mit so einem ballonartigen Anzug durch die Gegend läuft, weil der Wind ihm den so rumbläst und so, sieht echt lustig aus. Wie gesagt, auch sein Germany Rocks und so, das ist halt einfach, ja, es ist irgendwie einzigartig, aber solche Leute braucht die Welt auch, finde ich, und das muss auch ein Land wie Deutschland aushalten, dass solche Leute hier unternehmerisch tätig werden, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eher bereichernd, als dass es irgendwie mehrheitlich problematisch ist, ne? Aber gut, German Angst, und dann ist es was Neues, und der Deutsche will ja nichts Neues, und Veränderungen immer ganz schlecht und ab einem gewissen Alter sowieso, und ja, das ist dann so die andere Geschichte. Gut, apropos alt. Ich wollte gerade sagen, wie schaffen wir jetzt da den Übergang? Den Drive. Ja, apropos alt. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch Windows 95 kennen oder es aktiv benutzt haben. Also ich hab's noch benutzt. Nutzen. Also im Heise-Forum gibt es sicherlich den einen oder anderen, der noch auf Windows 95 im Heise-Forum wird wahrscheinlich auch noch auf DOS geschworen, also das ganz alte. Ja. Weil man braucht ja keine Änderung. Das Windows funktioniert 3.11 ja. Es hat ja alles funktioniert und früher war alles besser. Ja. Damit wir das mal aus dem Weg haben. Ja, Ostern war ja auch erst. Und da hat wohl ein Twitter-Nutzer namens Albacore, oder Albacore, keine Ahnung, ist ja wahrscheinlich Amerikaner. Oder Brite, oder ja. American, hat da ein Easter Egg gefunden im Windows 95. Und also solche Leute, da fragt man sich auch immer, ist ein Hobby wie jedes andere. Würde ich jetzt mal behaupten. Stell mal vor, so Vorstellungsgespräch steht dann bei Hobby Windows 95. Naja, da würde ich eher als Hobby reinschreiben, Software Easter Egg suchen. Und wenn du dich dann irgendwo als Systemer oder Programmierer bewirbst. Forensiker. Sagen, da kriegst du dann schon ein bisschen Gummipunkte. das ist eigentlich ein ziemlich, was heißt harmloses, also ein ziemliches harmloses Easter Egg. Man kann durch einige Menüs, indem man über Internet-Mail auf den Menüpunkt Hilfe oder Help, dann über ein Dropdown-Menü und eine DLL auswählen. Ich glaube, der Steffen würde wahrscheinlich auch nochmal den Tweet oder den Artikel verlinken. Natürlich, alles in den Shownotes. Wer das gerne nachstellen will, kann sich da den Crawl der Entwickler des Programms anzeigen lassen. Ist eigentlich ganz schön, da sieht man mal auch, wer dahinter steckt. Also ich als angehender Backend-Entwickler freut sich über sowas immer, weil man sieht mich nicht und man sieht meine Arbeit nur, wenn es nicht funktioniert hat. Und dann, ja, dann das ist wie Security, man kann das auch nicht fühlen, aber wenn sie dann mal nicht da ist, dann hat man, dann möchte man sie haben. Also, es ist ein schönes, harmloses Easter Egg. Es gibt ja dann teilweise auch, wo sich dann Leute über irgendwelche Easter Eggs beschwert haben, weil dann, ich erinnere mich jetzt nur an gewisse Spiele von ID-Soft zurück, wo dann irgendwie irgendwelche Doom-Levels drin waren, die dann, wir wissen alle, wer Doom, wie es noch auf dem Index war, Doom gespielt hat, ist zur absoluten Mordmaschine verkommen. Tja. Es ist ein harmloses Easter Egg, bei dem sich die Entwickler da verewigt haben. Ja, also interessant wäre es auch, wenn jemand wirklich noch Windows 95 irgendwo am Start hat und den Podcast hier hört. Also das wäre schon, Leute, also dann schreibt uns bitte und schickt uns auch einen Screenshot, wenn ihr dann im Internet Explorer 2 oder 1 oder keine Ahnung unseren Podcast hört. Würde mich sehr wundern. Das wird wahrscheinlich kaum gehen. Wird mich wundern, wenn das noch irgendwo aktiv jetzt bei genutzt wird. Na gut, wobei ich sag niemals nie. Ja, deswegen heiße Forum. Das ist dann mittlerweile schon so skurril, dass es eigentlich schon wieder sicher ist, weil niemand schreibt mehr Malware für Windows 95. Na gut, die einzige ist halt, was noch alt rumfliegt, ist halt der absolute Einfallsziel. Also ich kann es mir schon noch vorstellen, dass vielleicht auf irgendwelchen uralt CNC-Maschinen oder so, wo halt nichts anderes mehr drauf läuft, oder auf irgendwelchen Laborgeräten, wo halt schon seit, 30 Jahren irgendwo rumstehen,
eigentlich, also irgendwie hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht. Eigentlich müsste man mal von Kurs of You Seite her in unsere Cloud, die so viel Strom braucht, laut dem Zuschauer, müsste man mal eine VM stellen mit Windows 95, mit einer öffentlichen IP und einfach mal gucken, wie lange es braucht, bis die völlig verseucht ist, bis die völlig übernommen ist. Ja, also wenn du es gut absichern kannst, ich bin bei sowas immer dabei. Ja, ne, also das wäre einfach echt mal so ein soziales Experiment im Internet. Einfach mal gucken, wie lang, also klar, also Windows XP wird, also meine Prognose, Windows XP gebe ich vielleicht maximal eine Woche, bis das Ding infiziert ist. Also XP ist, glaube ich, mittlerweile so anfällig. Windows 7 ein bisschen länger, aber Windows XP ist, glaube ich, dass wenn jemand entdeckt, der schießt da dreimal dagegen und dann fliegt gleich die Blende ja, weg. Dazu muss man ja auch sagen, XP ist jetzt auch noch nicht so uralt. Also, richtig. Ich sehe es gerade, ich komme mir gerade schon wieder alt vor. Hier steht auch, Windows 95 ist 26 Jahre alt. Mein Boah, Gott. Ja. Also das ist, wie gesagt, ich hab das Ding noch, das Zeug noch aktiv benutzt auf so einem uralt Laptop, den mein Vater mal vom Schrott gerettet hat. Ja, also ich bin damals mit Windows 98 SE eingestiegen. Da hatte ich so einen 200 Megahertz PC mit 64 Megabyte RAM. Ich wollte gerade sagen, die guten eierschalfarbenen Gehäuse. Genau, genau. Wo du, wenn du aufgemacht hast, dir noch die Pulsader dran aufgeschnitten hast. Ja, genau. Oh, ja. Genau. Und dann mein zweiter Rechner, das war dann ein Fujitsu Siemens, die Firma gibt es auch nicht mehr, mit 450 Megahertz und 128 Megabyte RAM und eine 80 Gigabyte IDE-Festplatte. Ey, da warst du der King, da konntest du ein paar CDs abspeichern. Wollte gerade sagen, da hast du aber ordentlich Speicher. Dampf gemacht. Ja, nee, also das ist schon krass. Aber das ist allgemein, vielleicht müssen wir da auch mal so irgendwann Nostalgiefolge oder irgendwas. Wir reden über alte Zeiten. Alte weiße Männer reden über alte Zeiten. Alte IT-Zeiten. Nee, lustig. Hat mich sehr gefreut, dass da sowas rausgekommen ist, weil man weiß, wie viel Easter Eggs in Windows eben XP noch schlummern oder Windows 2000. Insgesamt alten Systemen, bei denen sich halt, oder das halt nie wirklich rausgekommen ist. Es kann vielleicht sein, dass sich mal irgendein Admin oder Programmierer damals das Ding mal aufgefallen ist, aber du hattest ja die Reichweite gar nicht. Also es wäre ja nie so hochgekocht. Ja. Ja, was hochkocht, also hochgeschossen wird eher, das sind ja Satelliten. Wir hatten ja schon über Starlink geredet mal in der Folge, also was Elon Musk so hobbymäßig macht. Der Typ, der muss ja nie schlafen gefühlt. Jetzt ja, der schläft in der Firma. Ja, Schlaf, ganz interessant. Ich habe ja die Biografie, okay, das muss ich jetzt so kurz erzählen, weil das manche Leute vielleicht auch vom Hocker hauen wird. Elon Musk schläft in so halbstündigen Phasen. Also der hat seinen Tag in so halbstündige Schlafphasen unterteilt, also 24 Stunden, und schläft immer nur so eine halbe Stunde und dann ist er wieder wach und dann macht er wieder so eine Art Powernap. Also da gibt es auch einen Fachbegriff, der ist mir gerade entfallen, für dieses Phasenschlafen. Wollte gerade sagen, da habe ich letztens mal einen Post auf Reddit gesehen, der diese verschiedenen Schlafrhythmen, wie du den Tag aufbauen kannst. Aber das ist also ich wäre mir dann doch ein bisschen zu esoterisch. Ja, und ich wäre wahrscheinlich tot, wenn ich immer nur so eine halbe Stunde schlafen dürfte. Aber es gibt scheinbar Leute, die kommen damit klar. Es gab auch mal einen deutschen Außenminister, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ist schon einige Jahre her, der wurde da auch mal mit angeführt, der angeblich auch durch seine Vielfliegerei und so weiter halt praktisch so eine halbe Stunde an Flugbeginn geschlafen hat. Dann hat er seine Unterlagen durchgearbeitet und dann nochmal eine halbe Stunde vor der Landung und hat dann halt mehr oder weniger kein Problem irgendwie mit Jetlag und so weiter gehabt. Aber dieses Phasenschlafen, ich verlinke euch da auch mal was in den Shownotes von Elon Musk, das ist echt irre, aber gut, nur so schaffst du das halt, dass du, Gesundheit ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich, keine Ahnung, ob das gesund ist, ich glaube eher nicht, weil du brauchst ja auch so diese Traumphasen und so weiter, die sind ja auch wichtig, oder auch die Regeneration vom Körper. Ich weiß nicht, ob der das mit 60 noch macht, ob er überhaupt 60 wird. Oh, der Verschwörungstheorie. Es gab ja schon mal vor ein paar Wochen, wurde Elon Musk ja fehlerhafterweise mal als tot erklärt von irgendeiner Zeitung oder irgendeinem Magazin. Sind gleich die Börsenkurse in den Keller gegangen. Anyway. Gut, Elon Musk, Starlink
kommen wir von damals zum Thema, es gibt ja auch noch andere Leute, die irgendwas mit Satelliten-Internet machen, die auch teilweise interessante Ansätze haben und aus Deutschland kommen. Ja, tatsächlich. Ich hatte tatsächlich eh noch eine andere Überleitung im Kopf, als du meinst, ja, dann wärst du tot. Habe ich gemeint, tot bist du auch, wenn Satelliten vom Himmel fallen. Da möchte ich nicht drunter stehen. Nee, ja, das definitiv ist nicht. Da ist dann egal, ob der von Starlink oder von Eutelsat kommt. Mir haben sie nichts gesagt, ehrlicherweise irgendwann mal gehört, aber nie mit beschäftigt. Ja, du Stadtkind, du bist ja sowieso gesegnet mit schnellem Internet und du musst dir ja keine Gedanken machen hier, wie wir auf dem platten Land. Wir überlegen alles Mögliche. Also es gab Zeiten, da habe ich ernsthaft über Satelliten-Internet nachgedacht. Ja, aber so ist das wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ich hatte das Problem hier nie, aber auf jeden Fall baut Eutelsat die Reichweite seines Satelliten-Internet-Angebots aus. Und zwar haben sie jetzt noch einen fünften Abdeckungsbereich in Deutschland, der Breitbandverbindungen in deutsche Haushalte bringen soll. Und sie decken damit den Osten der Bundesrepublik ab, also quasi das Gebiet entlang der Grenze zu Polen von der Ostsee bis zur tschechischen Grenze. Und auf jeden Fall konnten sie davor schon ungefähr 93% der hiesigen Haushalte mit Satelliten-Internet versorgen. Prinzipiell ist es so, dass sie drei Tarife haben. Einmal den Connect-Tarif, also Connect auch ganz fancy mit K geschrieben. Connect 30, 50 oder 100. Das sind dann eben 30, 50 oder 100 Mbit im Download. Generell aber immer nur 5 Mbit Upload. Also die Upload-Rate ist wie so oft in und Deutschland. Und die drosseln auch. Genau, da komme ich gleich noch zu und die ist halt eher gering. Preislich liegt man dabei 30, 45 oder 70 Euro. Mindestvertragslaufzeit gibt es halt von einem Jahr. So als Vergleich, Starlink verlangt 99 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und dann halt noch die Hardware. Hier ist es so, dass man die Hardware leiht. Man kann sich aber die Hardware, wenn sie dann da ist, mit dem Installateur kommen lassen. Zahlt man 350 Euro und da wird das eingerichtet. Keine Ahnung, wie das bei Starlink da läuft. Werde ich gleich noch was erzählen. Okay, ja. Genau. Und ansonsten, wie du schon gerade gesagt hast, ja, also sie drosseln prinzipiell. Es gibt bei den verschiedenen Tarifen Datenvolumen von 20, 60 bzw. 120 Gigabyte je nach Tarif. Und es ist so, dass wenn das aufgebraucht ist, dann rückt quasi der eigene Datenverkehr bei sehr starker Satellitenauslastung hinter den von Nutzern, die noch priorisiertes Volumen haben, das noch nicht aufgebraucht worden ist. Und ja, keine Ahnung, ist natürlich die Frage, wie viel auf Satelliteninternet los ist, aber prinzipiell würde ich es auch als Drosselung ansehen. Grundsätzlich aber trotzdem ein guter Ansatz. Natürlich. Wo ich jetzt bei Starlink Nachteile sehe, die bieten wirklich richtige dynamische öffentliche IPv4-Adressen an. Jetzt könnten vielleicht manche Netzwerk-Esoteriker sagen, ja, wo ist hier IPv6? Ja, kann man sich ja alles tunneln. IPv6, nicht wichtig. Also für normale Menschen nicht wichtig. Aber nein, was hier auch schön ist, du kriegst theoretisch eine statische IP-Adresse, ja. Was halt für Unternehmen wiederum interessant ist, dass man zum Beispiel einen VPN anbinden kann, irgendwas, was weiß ich, du hast irgendwo einen Außenstandort, der wirklich grottig angebunden ist und du möchtest mit IPsec da irgendwo einen VPN bauen, Side-to-Side-VPN, einfach eine schöne Sache. Und dieses Problem sehe ich halt jetzt bei Starlink. Natürlich gibt es Mittel und Wege auch mit einer dynamischen oder Carrier-Created NAT-Verbindung, was ja dann Starlink auch machen wird. Das heißt, du hast dann eine private IP-Adresse mit deinem Router und nach außen hin teilst du dir die öffentliche IP-Adresse mit mehreren Leuten. Das heißt, du kannst auch keine Port-Weiterleitungen machen und so weiter. Das wird bei Starlink so kommen. Und da ist es halt, das haben die Starlink dann doch ein bisschen voraus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einer Podcast-Folge erzählt habe, aber ich habe mir Starlink vorbestellt. Das soll ja dieses Jahr im Herbst irgendwann kommen. Einmal natürlich für unsere Kunden mal so als Testballon, weil wir ja auch Kunden beraten mit Course of Use Services, weil ich das mal sehen wollte, wie funktioniert das und kann man das auch businesstechnisch einsetzen und zum anderen auch als Backup Internetleitung hier für mich, falls mal die Telekom wegbricht, beziehungsweise ich bin jetzt bei der Telefonica Business-Anschluss, aber falls die Leitung mal wegbricht, dass man einfach noch die Möglichkeit hat, dann darüber weiter zu surfen oder halt eben zu arbeiten in meinem Fall.
Und da habe ich mir das jetzt mal gegönnt. Und das mit der Hardware ist auch so ein Punkt, weil die Hardware schmerzt schon so ein bisschen. Mhm. Die kostet nämlich bei Starlink so um die 400 Euro. Einmalig, natürlich gehört dir dann auch die Hardware. Die Frage ist halt nur, bringt dir das denn was, dass dir die Hardware gehört? Also kannst du die Hardware dann wieder sinnvoll weiterverkaufen? Oder hast du dann einfach teuren Elektroschrott irgendwo rumstehen? Ja. Das ist halt die Frage. Starlink an sich, muss man natürlich sagen, ist im Vergleich zu diesen, wie heißen die nochmal, Eutelsat. Eutelsat. Connect sind die halt schon ein bisschen besser aufgestellt, was halt einfach mit der Menge der Satelliten zu tun hat. Die Latenz ist auch deutlich geringer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist da 20 Millisekunden und bei Eutelsat reden wir bei einem Ping von 480 Millisekunden, also 240 Millisekunden in eine Richtung zum Satellit. Ja, das liegt halt an der physikalischen Distanz zwischen denen, weil die müssen ja sehr weit nach draußen geschossen werden, dass sie quasi in den richtigen Orbit kommen. Ja. Weil die Sache ist die, Starlink, das ist relativ nah an der Erde dran. Und bei Eutelsat, das wird irgendwo bei... Ich glaube 70.000, 72.000 Kilometer Entfernung habe ich gelesen. Kann schon hinkommen, ja, aber ja, wesentlich weiter weg. Genau. Ja, es ist, ist auch ganz interessant. Ich habe mal geguckt, so Ami-YouTuber, die schon mal so eine Starlink, so ein Starlink-Setup zu Hause haben. Und das ist schon wirklich eine ganz schöne Wucht, diese Satellitenschüssel. Die ist ziemlich fett, die hat auch ein hohes Gewicht, also auch ein bisschen fetter ausgestattet von dem Gehäuse als diese Eutelsat-Geschichte. Ist allerdings dafür hat die, oder anders, dafür hat die halt auch viel mehr Antennen drin und kann halt auch mehrere Beams gleichzeitig unterstützen und so weiter. Dadurch hast du höhere Bandbreiten und es ist ja auch, es steht jetzt auch im Raum, dass aktuell natürlich auch Tests laufen, wo man die Bandbreite nochmal um ein Vielfaches hochschrauben will. Also da ist man dann im Gigabit-Bereich und das wird halt schon krank, wenn du dann irgendwo, man denkt jetzt mal an so Kreuzfahrtschiffe oder so, die, im Moment noch sündhaft teure Tarife haben, wenn du da irgendwie über deren WLAN irgendwas machen möchtest. Da gibt es ja lustige Geschichten, also eher traurige, dass dann Familien irgendwie 20.000 Euro zahlen sollen, weil das Kind da irgendwie auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwie YouTube-Videos geguckt hat. Und diese Zeiten könnten dann vorbei sein. Deswegen finde ich, das ist ganz wichtig, dass es sowas gibt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir in Deutschland, wir haben auch noch einige Gebiete, die halt netzwerktechnisch oder internettechnisch jetzt nicht so gut erschlossen sind. Ich hätte das jetzt hier allein eigentlich nicht nötig, aber als Backup-Leitung halt durchaus interessant für mich. Ansonsten der Preis, 100 Euro im Monat ist jetzt nicht wenig, aber wenn du halt keine andere Möglichkeit hast oder wenn du eine Firma hast und nutzt es als Backup-Leitung, ist es wieder günstig. Weil die Telekom verkauft zum Beispiel auch noch 50 Mbit Synchronleitungen für 600 Euro im Monat an Geschäftskunden. Also von daher ist kein Witz, ist wirklich so. Du kannst bei der Telekom eine synchrone 50 Mbit, habe ich hier erst anbieten lassen, kriegst du für über 500 Euro im Monat. Dann hast du 50 Mbit Down und 50 Mbit Upload. Ist absoluter Witz. Die geben dir dann nochmal eine statische IP-Adresse dazu, aber bei dem Preis kannst du das auch erwarten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht in Deutschland durchaus interessant, auch wenn vielleicht viele Leute, oh, was wollen denn die da und völliger Blödsinn. Nee, also technisch gesehen hochinteressant, sowas zu bauen überhaupt und betreiben über diese zigtausend Satelliten und dann halt auch das Thema, wie kriege ich in irgendwelche ländlichen Regionen, wo es sich überhaupt nicht lohnt, irgendwie eine Glasfaser zu verlegen, wie kriege ich da sinnvolles Internet hin? Und wenn ich dann halt irgendwelche Pingzeiten habe von 200 Millisekunden, da kann ich, das kann ich eigentlich vergessen. Wenn ich aber bei 20 Millisekunden bin, dann ist es schon wieder eine ganz andere Nummer. Dann ist es schon, macht das schon wieder mehr Spaß. Und ich komme noch aus so einer Zeit, wo ich hier kein VDSL hatte mit Vectoring. Da hatte ich auch noch Pingzeiten von 20, 30 Millisekunden zu meinen Servern im Rechenzentrum. Und man muss ja mal überlegen, das ist dann zu den Satelliten rauf und wieder runter und so weiter. Das ist schon irre, dass das mit dieser Latenz funktioniert. Was ich jetzt auch noch in meiner Recherche rausfinden konnte, Google oder anders,
die verwenden scheinbar die Google Cloud zum Routing. Also wenn du dann bei Starlink bist, dann hast du eine IP-Adresse aus der Google Range, aus der Google Cloud Range. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass die die Signale ja bündeln und die werden dann, also anders, die werden, mehrere Signale werden gebündelt und das muss ja irgendwo passieren. Das ist so dieses Prinzip wie bei der Telekom, dieses Telekom-Hybrid, wo du dein DSL mit LTE koppelst und dann geht ja auch eine Art VPN ins Rechenzentrum und dort werden dann beide Medien praktisch zusammengebracht und der Traffic dann wieder zusammen zu einem Datenpaket, was dann rausgeht ins Internet. Und die machen das ja ähnlich und die machen das scheinbar in der Google Cloud und dann hast du halt eine Google IP-Adresse, ist jetzt auch nicht so geil, aber man, ja, ich sag mal so, bei einem Ami-Unternehmen, also entweder Google, Microsoft oder Amazon, also es gibt eigentlich kaum andere Möglichkeiten. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Ich werde definitiv drüber berichten, wenn das Zeug dann da ist. Aber so die ersten Eindrücke, ich habe auch ein Video oder einen Stream von einem Australier verfolgt oder Kanadier. Ich weiß nicht mehr. Australier oder Kanadier, der hat über, also auf Twitch über Starlink gestreamt und hat da so ein bisschen auch Technik-YouTuber und hat dann halt auch so ein bisschen drüber berichtet, fand ich sehr spannend und der Stream hat super funktioniert. Full HD, 60 FPS auf Twitch, kein Problem mit Satelliten-Internet. Also wer hätte das gedacht vor 10 Jahren? Also echt krass, wie sich das entwickelt. Gut. Ja, wie sich das entwickelt, gutes Stichwort, Netzsperren. Schwieriges Thema. Wir hatten ja schon Artikel 13. Wir hatten, wer sich noch daran erinnert, unsere Zensurla vor einigen Jahren, die von der Leyen, die da wild im Netz rumzensieren wollte, mit irgendwelchen Netzsperren angeblich irgendwie Kriminalität und Kinderpornografie und was weiß ich eindämmen wollte. Und jetzt gibt's was Neues und was halt sehr für sehr viel Aufregung sorgt, dass es halt nichts Staatliches ist, sondern dass sich da irgendwelche Rechteinhaber zusammengesetzt haben und eine Selbstregulierungs-Informationswirtschafts-EV gegründet haben. Und über diese, über diesen Verein wollen sie praktisch dann im Internet so Hilfs-Sheriff spielen. Also anders kannst du das nicht nennen. Abgekürzt ist es der CUII.info. Ich verlinke euch das natürlich alles mal in den Shownotes. Und da sind einige deutsche Provider mit drin, da sind Rechteinhaber mit drin und wenn es da irgendwelche Seiten gibt, uns die, sag ich mal, diesen Rechteinhabern auffallen, weil die zum Beispiel illegal, also Kino.to sowas, die gibt es ja, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, aber nur mal so als Beispiel, kennt, glaube ich, jeder von uns Kino.de. Oh, und wenn sowas auffällt, dann wird in diesem Gremium entschieden, wollen wir das sperren? Ja, nein. Da ist dann auch noch ein ehemaliger Richter mit dabei. Das ist auch, hat auch so ein bisschen Geschmäckle, damit es halt so halbstaatlich wirkt oder so halb rechtschaffend wirkt. Und dann wird da einfach entschieden. Und das ist schon, das hat echt ein Geschmäckle, weil letztendlich wird da am Gesetz vorbei, also natürlich mit gesetzlichen, wie soll man sagen, mit Rechtsverständnis wird das Ganze natürlich hoffentlich gemacht, also bis jetzt ja, aber es ist nichts wirklich Offizielles, Rechtliches, sondern das ist einfach, wie gesagt, frei so gegründet worden von der Wirtschaft, von Unternehmen untereinander. Und ihr wisst, ich bin Unternehmen sehr offen aufgeschlossen. Aber das ist was, das muss man halt wirklich sehr kritisch sehen, weil da wird halt in die Netzneutralität und in die Netzfreiheit eingegriffen, was eigentlich aus meiner Sicht, wenn dann überhaupt, nur was ist, was die Justiz zu tun hat. Und nicht irgendwelche Unternehmen oder Provider, die dann sagen, oh nö, die Seite, die liefern wir nicht mehr aus. Und das Ganze sind DNS-Sperren, was an sich ja auch schon wieder lächerlich ist, weil wenn du nicht mehr den DNS von dem Provider benutzt, dann geht die Seite wieder auf. Und da mein Tipp, nutzt einfach den DNS von Cloudflare, 4x1 und 1001 kann man sich gut merken. Und erstmal sauschnell, schneller als viele andere DNS-Server und die speichern auch nichts. Also von daher, und der funktioniert.
ich will jetzt hier niemanden zu irgendwelchen Straftaten anstiften. Der DNS ist natürlich völlig legal, den zu benutzen. Aber wie gesagt, dann umgeht ihr halt grundsätzlich diese ganze Geschichte. Und was vielleicht auch interessant ist, wer ist denn da mit drin? Also wir haben einmal die 1&1 AG mit drin, Drillisch 1&1, dann den Börsenverein des deutschen Buchhandels, was auch irgendwie alles klar. Für lustig E-Books ist. Wahrscheinlich. Genau, Bundesverband der Musikindustrie, dann die Deutsche Fußballliga GmbH ist da mit drin, Game, Verband der deutschen Gamesbranche, Mobilcom, Debitel ist mit drin, Motion Picture Association, Sky Deutschland, Fernsehen GmbH und Co. KG, STM ist dabei, Telefonica, Telekom Deutschland, Verband der Filmverleiher e.V. und Vodafone Deutschland GmbH. Also das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie einen Internetanschluss bei, keine Ahnung, hier beliebigen lokalen Provider einsetzen habt, dann seid ihr davon schon mal nicht betroffen. Und wenn ihr bei diesen großen Providern seid, Telekom, Telefonica, also auch O2 zum Beispiel oder Vodafone, dann nehmt einfach zum Beispiel den Cloudflare DNS und dann funktioniert das Zeug wieder. Falls da mal eine Seite dabei sein sollte, die jetzt nicht unbedingt gesperrt werden sollte. Aber das ist so eine Geschichte, muss ich ehrlich sagen, dass man da völlig, dass man da völlig einfach die Gerichte bei uns mit rausnimmt. Das ist wirklich was, wo ich sagen muss, das schmeckt mir überhaupt nicht. Dass da einfach so ein Verein entscheiden kann. Das ist so ein bisschen wie mit der GEMA zum Beispiel. Hätte nur noch gefehlt, dass die da auch mit drin sind. Die dann einfach irgendwas machen. Und das ist schon wirklich sehr dreist. Und da aus meiner Sicht tun solche Provider wie die Telekom da auch so ein bisschen die Macht ausnutzen, dass sie sagen, hey, ihr müsst ja euren Traffic über unser Netz leiten. Und wenn wir das sperren, dann habt ihr Pech gehabt. Und das ist schon irgendwie, das hat ein Geschmäckle. Oder wie seht ihr das? Also dazu will ich einfach nur einen kurzen Satz zu loswerden. Also Wirtschaft, die sich da anfängt, sich selbst das Recht zu biegen. Dazu einfach nur die Kausalität draus. Was soll denn da schon schief gehen? Es ist genauso, wie wenn du VW den Abgasskandal einfach selbst aufarbeiten lässt. Das funktioniert sicherlich auch. Ich wollte gerade sagen, was soll denn da schon schief gehen? Wenn ich mir dann so angucke, wer da mit drin sitzt, vielleicht geht es das erste Jahrzehnt noch gut, aber auch wieder ein Schelm, wer da Böses denkt, dass man vielleicht mal, keine Ahnung, Shops, die oder Sachen zumacht, die das vielleicht doch legal machen, aber man halt die Konkurrenz so ein bisschen ausboten will. Also wie gesagt, ein Schelm, wer da Böses denkt und was soll denn da schon schief gehen? Also das ist eine super Idee. Hashtag Sarkasmus TM. Das erinnert mich auch. Also wie gesagt, das ist, wie gesagt, was soll denn da schon schief gehen? Das ist alles zu unserem Besten. Konsumieren Sie weiter Ihre Telekom. Ja, genau. Das erinnert mich gerade, also ich finde es auch überhaupt nicht gut. Das passt eigentlich super, wie du schon gesagt hast. Und es hat mich gerade auch so ein bisschen an die Aktionen erinnert, was ja auch gerade Lego hier so abzieht zum Teil mit anderen Klemmbausteinherstellern, die dann irgendwie, ich sag mal, den Zoll ein bisschen auf ihre Seite ziehen und dann sagen, ja, hier, die Sachen sehen unseren ähnlich, halte doch mal die ganzen Seekontainer ein oder so. Ja. Ja, es ist nochmal eine andere Geschichte, aber es ist in dem Fall, sag ich mal, bekriegen sich da ja Unternehmen, was die Sache jetzt nicht besser macht, aber hier ist es ja so, dass du als Endverbraucher vielleicht der Telekom ausgeliefert bist, weil erstens mal nicht das technische Know-how hast, einen DNS selber einzustellen. Also ich bezweifle, dass, sag ich mal, meine Verwandtschaft, die Leute, die keine ITler sind, die wissen gar nicht, was DNS ist. So, und die wüssten gar nicht, wie sie sowas umgehen sollen. Und vor allem, warum sollte man das überhaupt machen? Also eigentlich, ich meine, klar, Performance, jetzt mal abgesehen von der Performance, aber normalerweise buchst du doch einen Provider und du gehst davon aus, dass der alles einfach so durchleitet, wie es ist. So. Also, du gehst doch nicht davon aus, du kaufst doch keinen Internetanschluss, der gefiltert ist. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich sage, das ist für mich eigentlich schon ein bisschen der große Punkt, was so das Verwerfliche an diesen ganzen Netzsperren und Internetfiltern ist.
Vor allem, es sind ja nicht alle, das ist ja auch wieder so ein Thema. Wenn in Deutschland jetzt generell rechtlich diese eine Seite, was weiß ich, Kino.do verboten ist, dann müssen das alle Provider sperren. So. Und was auch schon wieder schwierig ist, weil wenn du, somit wie du die technischen Voraussetzungen schaffst für so eine Netzsperre, dann kann die auch relativ schnell für andere Zwecke genutzt werden. Und das ist ja auch immer die Kritik, zum Beispiel bei den Upload-Filtern, wenn du einmal diese Technologie am Start hast überall, dann ist es vielleicht auch einfach, da mal diese Technologie für irgendwas anderes zu missbrauchen, irgendwas anderes rauszufiltern. Und wenn es einfach nur ein False Positive ist, das Beispiel jetzt vom Tobi, dass dann einfach mal so ein Shop oder irgendwas verschwindet, das kann ja auch passieren, dass du dann einfach sagen, ups, der war jetzt weg, das war aber ein Versehen, Leute, der ist jetzt wieder online, aber dann ist dem Shop vielleicht das Hauptgeschäft schon durch die Lappen gegangen, weil zigtausend Leute den nicht mehr erreicht haben oder irgendwas. Also das kann auch ein Hacker machen zum Beispiel. Das ist ja dann auch ein System, das ist bei diesen Providern installiert, das kann übernommen werden, das wird von Mitarbeitern bedient, die auch theoretisch korrupt sein können. Und wie bitte wollen die dann irgendwann mal, wenn sie ein paar Millionen Seiten auf der Blacklist haben, oh, darf man immer sagen, auf der schwarzen Liste sind auch Blockliste, genau, danke, auf der Blockliste hast, wie soll man darüber noch den Überblick behalten, ob da nicht zufälligerweise eine Seite von einem Mitarbeiter einfach mit eingebaut wurde, von einem Admin? Kannst du nicht mehr kontrollieren. Also vielleicht jetzt, wenn sie noch 10 Seiten nur drauf haben, dann kann man das noch einfach sehen, ob da was manipuliert wurde. Aber ob da jemand noch was anderes im DNS einträgt, das ist so eine Geschichte. Schwierig, sowas nachzuvollziehen. Also ich sehe das wirklich sehr, sehr skeptisch. Und jemand, der das auch sehr skeptisch sieht, ist zum Beispiel der Christian Solmecke. Der sieht es halt eher aus der rechtlichen und gesellschaftlichen Sicht schwierig. Aber ich sehe das auch aus der Security-Sicht her sehr schwierig. Ja, und ja, meine Frage ist halt, wie viel muss ich der Telekom geben, um dann eine Seite sperren zu lassen? Also jetzt ganz ernst gemeint eine Frage, wie viel Geld müsste ich denen hinpflanzen, damit ich eine von mir ausgewählte Seite sperren lassen kann? Ja gut, es geht ja dann auch erst in dieses Gremium und da tut ja dann Ex-Richter also musst du entscheiden. Ja, aber alles hat seinen Preis doch irgendwo. Also jeder ist doch bezahlbar. Ja, du müsstest ja vielleicht Mitglied im Verein werden dann. Ja klar, du musst erstmal Mitglied im Verein werden, dann musst du da noch so ein paar bisschen was mit reinbuttern und dann, aber das ist ja das Schöne dran. Wenn du dich dann erstmal da eingekauft hast, hast du Mitspracherecht. Dann musst du dann für späteres nichts mehr groß zahlen. Das ist dann so eine Abo-Flatrate. Das ist die Block-Abo-Flatrate der Telekom bzw. der deutschen Netzanbieter. Ja, was? Das ist alles moderne Cloud-on-Demand-Lösung. Oder es gibt dann irgendwelche Speed-on-Pässe. Es gibt dann irgendwelche Pässe, mit denen du dann, ja gut, Telekom-Witze muss auch Surf mal sein, wo du dann eben sowas umgehen kannst. Surf out. Oder irgendwie, früher hatte ja O2, glaube ich, Free-Tarife. Mhm. Dann gibt es halt hier auch dann irgendeinen Free-Tarif, wo du wirklich frei bist. Was halt wirklich mal interessant wäre, wie kann man da Mitglied werden, weil da wird man jetzt hier auch nicht schlau draus. Ich habe neulich mal irgendwas gesehen, da ging es aber um eine andere Geschichte, wo ich gedacht habe, hey, das ist für meine Firma ganz interessant oder für unsere Firma. Lass mal da, ist auch ein Verein gewesen, möchte jetzt hier keine Namen nennen. Und dann habe ich gedacht, okay, wäre cool, da könnte man ja auch dann das unseren Kunden anbieten und dann wäre man dann offiziell Mitglied und müsste das nicht über einen Reseller beziehen. Ja, manche Leute werden jetzt schon wissen, was ich meine. Und dann habe ich mal nachgeguckt auf deren Seite, was denn so eine Mitgliedschaft kostet. Ja, Bearbeitungsgebühr 5.000 Euro für Mitgliedsantrag, Bearbeitungsgebühr monatlich, Anteil an dem Verein kostet 1.500 Euro. Da habe ich gedacht, okay, alles klar, dann doch wieder Reseller, das macht dann, das ist dann echt ein bisschen für so eine Kleinigkeit, nur dass du da Mitglied in dem Verein bist, ist schon ein bisschen heftig. Aber gut, das ist halt vielleicht das Problem, wenn Firmen dann so Vereine gründen und sich da irgendwie zusammenschließen. Was ja manchmal auch sinnvoll sein kann. In dem Fall ist es ja sogar sinnvoll, weil die was Tolles machen, weil die das Internet ermöglichen. Aber es ist halt trotzdem krass, dass die Beiträge so hoch sind.
Anyway, also diese ganze Geschichte stinkt zum Himmel aus meiner Sicht. Das ist wirklich eine Frechheit und ich finde es nicht gut. Es wird, denke ich mal, nicht lang dauern, bis die sich irgendwie mal rechtlich allgemein auseinandersetzen mit der ganzen Geschichte. Der Name ist halt auch schön. Clearingstelle Urheberrecht im Internet, daher auch CUII.info. Clearingstellen, das kenne ich eigentlich eher aus dem Zahlungsverfahren. David ja auch. Ja. Also wundert mich, dass halt der Name so gewählt wurde, aber gut, ich weiß gar nicht mehr, wie eigentlich damals die Ursula von der Leyen, wie die damals das eigentlich nennen wollte. Die hatte da ja auch so einen Begriff für, das weiß ich noch, 2009, Anfangszeit, QSO4U, da hat man damals auch irgendwas auf YouTube, lange her. Die hatte da auch irgendwelche Fantasien, dass man da irgendwelche Sachen blockieren sollte im Internet. Und war ja das nicht das mit dem Stoppschild? Ja, genau, mit dem Internet-Stoppschild. Ja, genau. Halt, stopp! Und da war ja auch Horst Seehofer, klar, wen wundert's, war da auch mit beteiligt. Wir waren nicht beteiligt. Unser Hostel. Aber das ist, also, einem fehlen da die Worte. Also mich würde es mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich meine, dass man Urheberrechtsgeschichten im Internet irgendwie bekämpft, sehe ich ein. Aber dafür gibt es auch solche Verfahren wie dieses Notice and Takedown, dass man einfach als Plattform benachrichtigt wird, hier gibt es eine Urheberrechtsverletzung und ich habe da eine Frist, um das Ganze offline zu nehmen, finde ich bisher eigentlich aus meiner Sicht als ausreichend, würde ich das so definieren. Das hat bisher eigentlich auch funktioniert. Und wenn eine Plattform absolut illegal ist und sonst wo steht, in Timbuktu die Server stehen, ja, dann hast du halt einfach keine Möglichkeit, da was zu machen. Aber meine Güte, diese Leute, die, diese Sperren, die sorgen doch nicht dafür, dass die Leute dann wieder mehr legal zum Beispiel Musik kaufen. Naja, das, im Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, dass aus der Erfahrung, die ich jetzt eher so da rausgezogen habe oder die man halt in den Jahren immer sieht, das treibt eigentlich die Leute viel mehr nur in den Untergrund und dann ist halt noch schwerer auffindbar zu machen. Genau, und dann ist eben das andere Thema auch noch, ganz ehrlich, es gibt mittlerweile Angebote, wo man legal möglichst günstig auch Musik zum Beispiel mit Spotify oder Deezer oder x-beliebiges Abo hier einsetzen, nutzen kann. Und das ist absolut legal und warum soll ich mir dann da noch Musik saugen? Bei Filmen, ja gut, es gibt Netflix, okay, es gibt auch andere Anbieter und da ist vielleicht auch nicht alles immer verfügbar, aber die Zeit, sag ich mal, der Torrents und die Zeit von Rapid Share oder Upload.to oder wie die alle hießen, kenne ich natürlich nur vom Hörensagen, ist klar, die Zeiten sind vorbei einfach, das nutzt halt heutzutage niemand mehr und ich meine, ich kenne ja noch die Zeiten, wo man auf dem Schulhof mit USB-Sticks und USB-Festplatten so Sachen geteilt hat, also, oh. Ist so. Ja, also, ich habe da auch noch so Sachen, aber die darf ich ja gar nicht erwähnen, weil sonst kommen sie gleich und holen mich ab. Ja, das mit den Festplatten, das ist mittlerweile auch verjährt bei mir alten Sack. Aber wie gesagt, das Thema ist halt einfach, das interessiert eigentlich keinen mehr, dieses klassische File-Sharing und so weiter oder was da früher noch gab, ShareBear und wie diese ganzen LimeWire und wie diese ganzen Plattformen hießen. Das interessiert niemanden mehr und deswegen finde ich schon beeindruckend, dass die jetzt sowas aus dem Boden gestampft haben und glauben damit jetzt, dass diese Verbände da mehr Geld mitmachen oder die Urheber. Eigentlich ist ja das Ziel, das darf man ja auch nicht vergessen, das Ziel ist ja immer eigentlich dem Urheber mehr Geld zu geben und das werden sie definitiv damit nicht erreichen. Und allein schon dieser Bürokratieapparat, was der an Geld wieder kostet, das ganze Geld wird ja da auch wieder verdaut. Das sind Leute, die werden bezahlt, die müssen finanziert werden, Verein zu betreiben. Das kostet alles Geld, was wir als Endkunden natürlich auch mit bezahlen müssen. Ganz klare Sache, die technischen Maßnahmen, das geht alles auf die Preise, wird das alles umgelegt. Und das ist ja klar, dass die Telekom kein Geld zum Breitbandausbau mehr hat, wenn sie sich bei solchen Schmarrn hier mit beteiligt. Und Telekom sowieso schwierige Geschichte, weil ist ja sowieso mehr oder weniger in staatlicher Hand. Also das sind alles so Sachen, die haben ein sehr, sehr großes Geschmäckle. Gut,
Oder auch nicht, aber schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Ihr habt sicherlich gemerkt, wir sehen das sehr kritisch. Oder hat jetzt nochmal jemand ein Argument dafür? Das wäre jetzt auch nochmal interessant. Aber. Nee, eher dann noch ein Argument dagegen. Sehr gut. Eigentlich, also das muss man Semper-Video übernehmen. Eigentlich ein Provider wie Telekom, die sind ja geschützt vom Telemediengesetz als Provider. Ich meine, Telekom wird nicht belangt, wenn irgendein User irgendwie sich auf den düsteren Seiten des Webs bewegt. Und da ist halt die Frage, wenn sie dann nicht in Haftung genommen werden, was interessiert jetzt die Telekom auf einmal, wo die ihre Kunden hinsurfen? Sehr gut. Also wenn sie schon dieses Recht, also wenn sie schon dafür nicht belangt werden, dann erwarte ich zumindest, dass sie da auch wirklich keine Sperren einfügen. Und wenn sie solche Sperren einfügen, dann sollten sie aber auch belangt werden für das, was die Kunden tun. Was ja wiederum für kleine Unternehmen schlecht wäre, weil auch kleine Unternehmen, zum Beispiel auch, ich denke jetzt mal auch an uns, wir bieten ja auch Cloud-Dienste an mit der Course of Use Services. Wir haben ja auch dieses Provider-Privileg. Also wenn jemand mit seinem Server oder mit seinem System Scheiße baut im Internet, ich sag's mal ganz klar, dann haften wir natürlich auch nur zu einem gewissen Punkt, weil die Straftat zum Beispiel, die wird ja dann von dem Kunden von uns begangen und nicht von uns selbst. Also wir haben da ja auch ein Provider-Privileg und wenn das wegfallen sollte, dann ist das ein echtes Problem, weil dann müsstest du zum Beispiel jetzt nochmal deine Kunden mehr filtern, mehr mitloggen und so weiter. Und das will auch keiner, weil wo Daten anfallen, können die auch missbraucht werden. Und da hat, glaube ich, kein Provider Lust drauf, außer vielleicht die Telekom, ich weiß es nicht, Kundendaten zu sammeln, wie bis nichts Gutes gibt, um dann irgendwann mal zu beweisen, was Sache ist. Und das ist halt einfach so ein Ding, da möchte ich gar nicht hin, ehrlich gesagt. Aber das ist ein gutes Argument auch von Semper-Video, wo man wirklich sagen muss, das hat die eigentlich gar nicht zu interessieren. Was juckt die das, was der Kunde macht? Solange nicht das Netz, die Stabilität des Telekom-Netzes irgendwie in Gefahr bringt, indem er wie ein Irrer irgendwo rumdost, aber da könnte man jetzt sagen, gut, OVH hat es auch hinbekommen und also die haben ja auch irgendwelche DDoS-Kiddies bei sich im Netz hängen und denen ihr Netz läuft trotzdem noch. Also ich meine, Brandschutz ist nochmal eine andere Nummer, aber das Netzwerk, das läuft zumindest einigermaßen noch. Nee, aber das ist alles so schwierig und das Problem ist da auch mal wieder aus meiner Sicht, dass halt leider Gottes vielleicht auch die Führungsebene, und da stelle ich denen jetzt einfach mal, dass die Führungsebene von solchen Großkonzernen leider auch sehr weit von der Technik weg ist. Auch wenn es ein Technologiekonzern ist oder Telekommunikationskonzern ist. Aber das sind Leute, die sind wahrscheinlich schon Jahrzehnte im Unternehmen und die kommen vielleicht noch aus einer Zeit der alten Vermittlungstechnik und haben halt einfach mit diesen Internetgeschichten überhaupt nichts zu tun. Und die entscheiden dann, und vielleicht fand das sogar da noch jemand gut, muss ja sein, sonst wären die da nicht beigetreten und hat vielleicht auch noch gedacht, hey, das ist eine gute Werbung für uns, wir machen da mit und bla und verstehen da eigentlich gar nicht, was dahinter steckt und das ist halt schade, aber jo, das ist halt so. Ich kenne auch ehrlich gesagt bis jetzt kein Land außer Deutschland, wo wirklich so ein Geschiss gemacht wird um solche Geschichten. Also wo ständig versucht wird, da irgendwas hochzuziehen. Gut, jetzt kommt auf EU-Ebene, kommen jetzt die Upload-Filter mit Artikel 17 und 13. Ist nochmal eine andere Nummer. Aber was bei uns alles schon, also da muss schon wirklich die Lobby, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber da muss schon wirklich die Lobbyisten, die müssen wirklich bei den Politikern schon so dermaßen im Hintern stecken, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil sonst würde die Politik nicht die ganze Zeit unruhig irgendwelche Maßnahmen fordern mit Urheberrecht und bla. Also da muss schon wirklich Lobbyismus betrieben werden, dass es gerade schön ist. Also was anderes kann es eigentlich nicht sein. Ja, es wird einen schon recht interessieren, was da lobbyismusmäßig zugeht. Aber es wurde ja die längste Zeit erfolgreich verhindert von der Regierung. Ja, man hat ja auch damals gesehen mit den Upload-Filtern, da gab es ja auch, ich weiß nicht mehr wer das, ob das jetzt von der, wie hieß die, von der Piratenpartei, Name schon wieder vergessen,
ihr wisst, wen ich meine. Die Frieda. Du meinst die Frau? Meinst du die Julia Reda? Ja, genau. Reda, genau, nicht Frieda. Die meine ich. Von der wurde ja auch gesagt, dass damals bei den Abstimmungen, da waren ja dann auch Plakate in Brüssel und überall und dann gab es irgendwelche Abendessen und im Hotel gab es dann nochmal, hätte nur noch gefehlt, dass so ein Fensterputzer dann irgendwann an der Fensterscheibe mit so einem Plakat runter oder so. Oder dann, was weiß ich, du machst dir früh beim Frühstück einen Kaffee, nimmst ein Brötchen weg am Buffet und drunter klebt dann, sie wissen aber schon, dass sie für uns abstimmen oder so. Also ganz skurril, also das ist schon verrückt, was da abgeht. Also Lobbyismus, da musst du schon wirklich keinerlei Schamgefühle haben. Das ist ähnlich, wie wenn du im Vertrieb irgendwo arbeitest. Da musst du schon deine menschlichen Schamgefühle komplett abstellen und wirklich nur noch deine... Falsch, du musst nur genug bezahlt bekommen. Genau, und dann halt wirklich dein Gewissen abschalten und alles und dann geht's rund, dann kannst du da einiges bewirken. Es ist echt unglaublich. Also Politik, dreckiges Geschäft, ist und bleibt ein dreckiges Geschäft. Gut, wo wir schon mal beim dreckigen Geschäft sind. Diese Überleitung. Amazon und irgendwelche Fahrer, Georg. Genau, weil Amazon wurde auf Twitter öffentlich angeprangert, weil ein Politiker behauptet hat, ja, ihr habt ja schlechte Arbeitsbedingungen, war eure Paketfahrer, die müssen ja teilweise in Plastikflaschen urinieren. Das hat Amazon dementiert und dann hat Amazon aber öffentlich eine Retourkutsche bekommen, weil es dann sehr viele Beweisvideos und Fotos gab, wo das halt belegt, dass es doch der Fall ist. Weil das ist allgemein anscheinend ein Problem in der Logistikindustrie, dass wo sollen diese Paketfahrer letztendlich mal aufs Klo? Also ich stelle mir das jetzt auch bei der Deutschen Post relativ schwierig vor, wenn du auf so einer Fahrt bist und jetzt mal sagst, okay, du musst jetzt mal dringend dein Geschäft erledigen, wo fährst du dann hin? Hast du dann die Zeit, nochmal zur Zentrale zurückzufahren oder? Ja, hast du eben nicht. Das ist ja eben der Punkt. Eben. Aber merke, auch nach Corona, dem Postboten lieber nicht die Hand geben. Man weiß nicht, was er davor gemacht hat. Klar, biologisches Bedürfnis muss auf jeden Fall sein, aber das ist echt eine entscheidende Frage. Gut, ich sag mal so, in Deutschland sicherlich, was weiß ich, da fährt halt dann einfach mal der DHL-Mann, fährt dann an eine Tanke und geht da aufs Klo, wenn es dann Klo gibt. Aber berechtigte Geschichte. In den USA ist es natürlich teilweise schwieriger, ne? Also allein durch die Struktur vom Land, die Strecken, die zurücklegen müssen, schwierig. Also, okay, ich weiß nicht, ob man da Amazon, ich meine, ich bin auch kein großer Amazon-Fan, aber ich weiß nicht, ob man denen da unbedingt einen Vorwurf machen kann. Ich bin mir da noch unschlüssig. Ja, es war halt bloß wieder die Art und Weise von Amazon, ja, weil man halt dann so, nein, das gibt's überhaupt nicht. Ja, das ist klar. Ja. Wie diese Werbespots jetzt, die überall laufen bei Amazon, das ist so, also man kann das eigentlich nicht glauben, wenn man das sieht, auch wenn dann dieser Umweltspot, der ist ja auch ganz schlimm dann. Ich meine, natürlich muss man sagen, ist Amazon wahrscheinlich jetzt zwar kein totales grünes Unternehmen, aber ist jetzt auch keine absolute Dreckschleuder. Ich glaube, da gibt es schlimmere Industriebetriebe, die da der Umwelt mehr zusetzen. Aber es ist halt, es hat alles so ein bisschen Geschmäckle, finde ich. Also auch wenn die dann irgendwie, die haben ja dann auch so Recruiting-Spots, wo sie dann, hey, komm in unser Team und alles toll und hier, wir machen diese, wie nennt sich das nochmal? Nicht Dispatching, sondern Picking, glaube ich, ne? Picking nennt sich das, wenn du dann da rumfährst mit einem Wagen und suchst die Pakete zusammen. Die Picker, genau. Wenn die dann dieses Picking da so als das Tollste und hier super toll darstellen und du weißt eigentlich, da stinkt's bis zum Himmel und ja, also schwierig. Marketing ist halt auch ein ganz dreckiges Business. ist einfach so. Also ja. Da wird gelogen, dass die Balken sich... Ich wollte gerade sagen, da wirst du halt fürs Lügen bezahlt. Genau. Fürs Beschönigen. Das ist ja, es steckt schon immer ein Kern Wahrheit drin, aber er wird halt bloß schön neu verpackt. Genau. Also das ist ja auch der Punkt.
Man darf ja auch nicht vergessen, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen irgendwie so einen, ja, was wollte ich sagen, wenn ein Unternehmen irgendwas in marketingmäßig beim Recruiting angibt, was weiß ich, wir haben eine Kantine oder so, jetzt nur mal als Beispiel, oder wir haben irgendwie so, David weiß ja eher, was es da so gibt, so Benefits halt für Mitarbeiter, dann können die ja schlecht lügen. Ne? Also das wird schon geben. Klar. Die Frage ist halt, wie gut ist das ausgeprägt? Ne? Ist die Kantine einfach irgendwo so eine so eine stinkige Pommesbude oder ist es wirklich eine gute Kantine? Ne? Also das ist halt wieder das Thema Beschönigen. Ne? Dann werden irgendwelche Stock-Footage-Videos da eingeblendet und dann kommst du da hin und dann ist das irgendwie so ein ranziger Herbert, der dir da so eine Currywurst auf dem Teller zimmert und das die ganze Woche. Und das sagen dann Leute, hey, wir haben eine Betriebskantine. Und das so ist eine halt gute Currywurst für 1,50, da genau. Weißt du, dass Qualität dahinter steckt. Genau, das ist dann auf jeden Fall ja, Qualität. Ja, ist ja, gut. Ja, ist, ja nicht, ist ja nicht das erste Mal, dass es bei uns heute um Datenleaks geht. Ja, fast genauso viele Daten von Opfern bzw. Nutzern bei einem Data Breach, wo LinkedIn betroffen ist, so eine Berufs-Connections-Plattform, Austausch, wie nennt man das? Business Social Network. Genau, richtig. Mhm. Und ja, da wo die ganzen Leute sind, die dich nerven und irgendwie wollen dir neue Jobs andrehen und keine Ahnung, Tipps, wie du zu mehr Geld kommst. Ja, die wollen alle mal, dass ich in First-Level-Support gehe, denke ich mir so, nein, für kein Geld der Welt. Ja. Wurde dann auch so richtig schönes Job-Description-Bullshit-Bingo-Spiel. Ja, ist ja inzwischen auch sehr viel Bots, habe ich das Gefühl, sehr viel automatisiert, das ist sehr anstrengend. Auf jeden Fall haben die auch ein großes Datenleck von mit knapp 500 Millionen Nutzerdaten. Rein zufälligerweise sind die auch wieder durch unerlaubtes Scraping, also unerlaubtes Scraping öffentlicher Daten, so wie bei Facebook vorhin wohl auch, schon zustande gekommen. Da geht es um LinkedIn-IDs, vollständige Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummer, Geschlecht, Berufsbezeichnungen, jobbezogene Daten, Links zu LinkedIn-Profilen und so weiter und so fort und auch Links zu anderen sozialen Netzwerken. LinkedIn selbst sagt, ja, das widerspricht natürlich unsere Datenschutzregulatorien und das ist natürlich verboten und wir kümmern uns darum. Aber die Daten sind natürlich so oder so abgegriffen. Ich habe hier mal nachgeschaut, mein Datensatz ist da wohl auch von betroffen. Habe ich nämlich auf cybernews.com, die haben nämlich auch diese ganzen Datenbanken wohl im Hintergrund und habe festgestellt, dass da in diesem Leak auch meine Daten mit drin sind. Vielleicht bekomme ich deswegen in letzter Zeit so viele von diesen scheiß E-Mails, von wegen, ich habe dich erwischt bei was auch immer. Kann sein. Aha. Ja, wer weiß. Das ist schon auffällig. Jetzt ist da wieder sehr viel Spam reingekommen. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es bei denen halt auch passiert und natürlich in dem Zusammenhang auch wieder sehr interessant und sehr relevant, weil es doch dann schnell passiert, sind natürlich auch Jobangebote via LinkedIn, die dann mit Malware verseucht sind. Die kommen natürlich dann an diese ganzen Datensätze und benutzen sie dann eben auch, um Schaden anzurichten, um an mehr Daten zu kommen, Kreditkartendaten, was auch immer. Und dann werden eben durchaus da auch irgendwelche Jobangebote oder vermeintliche Jobangebote verschickt und die Leute klicken dann da drauf, weil es da zum Beispiel im Anhang irgendwelche Sachen sind wie eine ZIP-Datei, Senior Account Manager Position.zip und viele Leute denken sich dabei nichts, denken sich, ja, vielleicht ist in der ZIP dann die PDF oder ich weiß nicht, was die Leute sich dann denken, vielleicht auch einfach gar nicht drauf geachtet und schon hast du Tür und Tor geöffnet für jegliche Malware und verseuchst du vielleicht sogar dein ganzes Unternehmensnetzwerk, wenn du es in der Arbeit machst oder daheim. Jo, dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Facebook hat ja vorgemacht, wie neutrale Kommunikation bei solchen Krisen ganz gut funktioniert. Die werden das einfach aussitzen. Also ich glaube, Facebook und auch diese anderen Social-Media-Geschichten, viele Leute sind da so abgehärtet. Ich glaube, also wenn zum Beispiel bei TikTok oder bei anderen Apps, wenn da irgendwie mal sowas passiert, die Leute, die sind da so abgestumpft, das ist völlig egal, völlig wurscht. Naja, was einigen Leuten scheinbar nicht wurscht war, ist, wie Microsoft teilweise mit Kunden umgeht. Und die haben jetzt Microsoft scheinbar verklagt, nämlich britische Softwarehändler. Genau, also ein britischer Softwarehändler mit dem Namen Value Licensing. Ja, Müllwagen.
Ja, die wollen bzw. haben Microsoft auf 270 Millionen Pfund verklagt. Aus dem Grund, oder mit dem Grund, dass Microsoft ihnen wohl das Geschäft kaputt machen möchte. Und zwar, Microsoft hat ja angekündigt, ihre Offline-Lizenzen nur noch für 5 Jahre lang zu unterstützen für Office. Und mit der Begründung ist sie, mit der Klagebegründung, es geht doch da wohl eher darum, dass Microsoft die Leute in die Cloud treiben will und von dem Zeug, von dem Offline abziehen möchte und damit eben dieser Gebrauchtlizenzhändler aus dem Markt gedrängt werden soll, oder insgesamt Gebrauchtlizenzhändler aus dem Markt gedrängt werden sollen. Mhm. Die Sache ist die, ich bin, wie man wahrscheinlich mittlerweile auch weiß, nicht so der wahnsinnig große Microsoft-Fan. Ach. Wie die ganze Sache dann schlussendlich ausgeht, ist allerdings mir schleierhaft, vor allem da ja diese ganze Gebrauchtlizenzhandel ja auch eher so ein grauer Markt ist. Oh ja. Ich wäre jetzt durchaus hier heuchlerisch, es zu sagen, dass ich es nicht schon gemacht hätte, also vor allem mal eine Windows-Lizenz oder so, kauft man freilich mal gebraucht. Ja. Gerade als Linux-Fan. Ja, wollte gerade sagen, gerade als Linux-Fan, ich sehe es persönlich nicht ein, da irgendwie hunderte von Euro für eine Komponente zu bezahlen, die ich brauche, um mein Hardware zu betreiben, aber das ist wieder was anderes. Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, wie du legal relativ günstig an eine Windows 10 Lizenz kommst, durch dieses ganze Upgrade-Zeugs. Aber es in der Tat ist dieser Markt halt noch recht groß, und ich staune immer wieder, und auch, nochmal kurz Werbung einblenden virtuell, bei Curso for You Services staune ich immer wieder, wir sind ja Partner auch von IT-Security-Herstellern da staunen wir immer wieder auch mit den Kontaktleuten, die wir dort haben, wo überall deren Software für irgendwelche utopischen Preise angeboten wird, wo man eigentlich sicher sein kann, dass das keinen legalen Ursprung hat oder dass es lizenzrechtlich eher fraglich ist, dass man diese Lizenz legal nutzen darf. Aber mein Gott, das ist so. Teilweise gehen die dagegen vor, aber denen sind natürlich auch teilweise dann die Hände gebunden oder denen ist der Aufwand einfach zu groß, da irgendwie Geld ins Nichts zu versenken. Weil diese Unternehmen, die sind natürlich jetzt nicht in Deutschland ansässig oder irgendwie, die kannst du dann auch nicht so leicht greifen. Ja, aber gut. Ja, also wie schon gesagt, es ist alles so ein bisschen, auch wieder mit so einem Geschmäckle, wie vorhin schon gesagt, zu betrachten. Es ist, denke ich, englisches Unternehmen, ja, nicht die feine englische Art von Microsoft da, wirklich offensichtlich die Leute in ihren Abo-Dienst ziehen zu wollen. Hm. Wie gesagt, muss man halt sehen, es gibt ja mittlerweile auch wieder gute Software, die mittlerweile auch eben von Microsoft unabhängig agieren kann. Ja, Diskussion, die führst du ja ständig. Ne? Das ist eben, ja öfters das ist, der Fall. Ja, Tobi? Das ist so eine nicht enden wollende Diskussion. Wäre mal ganz interessant zu sehen, was da schlussendlich bei rauskommt. Ich habe da auch so ein Déjà-vu mit Apple. Da gibt es jetzt in der Apple-Welt gibt es jetzt die gleiche Diskussion mit der Videoschnittlösung Final Cut. Die hat Apple die ganze Zeit als Kaufversion angeboten und die wollen es jetzt auch so als Mietmodell umbauen. Und da sind jetzt auch einige Leute ziemlich angepisst. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ehrlich sagen, wenn jemand Final Cut beruflich nutzt und damit sein Geld verdient, mein Gott, was sind dann da im Monat 10, 20 Euro, wenn die Lizenz sowieso mehrere hundert Euro kostet. Ich meine, wenn die Software für 30 Euro zu haben war und dann soll ich auf einmal 20 im Monat zahlen, okay, sehe ich ein. Aber das Gleiche hast du ja auch bei den Adobe-Produkten. Die sind ja auch nicht gerade günstig. Und es ist halt nun mal auch interessant für den Kunden. Ich meine, Wirtschaft ist ja oftmals eine Win-Win-Situation, weil letztendlich würde... Außer beim Monopol, klar, da hebelt sich das aus. Aber wenn ich jetzt unbedingt Adobe Photoshop haben möchte, habe aber das Geld nicht, um mir für 3.000 Euro die Lizenz zu kaufen,
dann bin ich vielleicht eher gewollt, ein Abo abzuschließen. Und dann habe ich einen Win und Adobe hat einen Win, weil die haben einen Kunden, den sie vielleicht sonst nie bekommen würden, an Land gezogen. Also von daher gesehen, ja, bei solchen Sachen... Was ich mir bei sowas vielleicht noch vorstellen kann, ist, dass man sich so ein bisschen entgegenkommt und sagt, man nimmt halt irgendwie so eine Prosumer-Version oder sowas, wo man sagen kann, okay, ich als Privatkunde oder als kleines Unternehmen, weil ich halt die Software wirklich nur einmal brauche und dann halt bis zum Ende des Update-Zyklus auf dem Ding arbeite, ja. Dass man es sich halt so kaufen kann oder man nimmt halt, keine Ahnung, so eine 365-Cloud-Lösung, wo du halt im Monat immer mal... Ja. Was abfließen lässt für größere Unternehmen oder halt für Dinge, für Sachen, die du wirklich brauchst. Also ich glaube, da muss ich dann auch mal wieder sagen, das ist dann nicht so die, da fühlt man dann nicht so den Griff der unsichtbaren Hand des Marktes im Schritt, sondern also da ein sehr schönes Bild. da bin ich dann doch eher so ein bisschen der Meinung, dass sich das vielleicht auch doch irgendwie selbst reguliert. Ja, aber Bill Gates macht sowas eher mit Spritzen. Ja. Also da ist weiß ja jeder. Ja, wollte gerade sagen, warten wir es mal ab, wie es dann bei mir aussieht. Ich kann es ja mal so erzählen, ich bekomme bald erste Impfung. Wenn ich dann in den nächsten Tech Talks plötzlich Microsoft-Produkte cool finde, dann, also dann wissen wir, dass da was falsch läuft. Also meine Oma, die ist jetzt nächste Woche mit der Zweitimpfung dran. Die redet aber noch nichts bezüglich Windows, also die ist da noch nicht so begeistert. Die ist immer noch voller Linux-Fan. Aber gucken wir mal, wie es bei dir wird. aber das mal, ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Klar, im Moment ist da so ein bisschen Hype drin, aber man merkt, Stimme geht zu Ende, wir müssen langsam auch zum Ende kommen. Nein, aber ich denke mal, dieses ganze Abo-Thema, entweder das wird jetzt wirklich so die nächsten Jahrzehnte Standard oder es wird irgendwann wirklich zurückgehen, weiß ich nicht. Wird interessant sein, bei Office 365, da verstehe ich das, bei Adobe verstehe ich das auch, aber es gibt sicherlich auch Produkte, wo ich sagen würde, ein Abo finde ich da jetzt nicht so geil. Es ändert sich halt viel auch im Bereich der Unternehmen. Also viele Unternehmen sind jetzt eher bereit, auch gerade eher ältere konservative Unternehmen sind dann eher doch mal bereit, so eine Abo-Gebühr abzudrücken. Gerade weil vielleicht auch so Investitionen in IT immer eine unschöne Geschichte sind. Wenn ich dann sage, hey, ich brauche jetzt mal eine 250.000 für Windows-Lizenzen, dann haut es den Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen erstmal gegen die Wand und er sagt, bitte was? Während wenn ich sage, hey, ich brauche im Monat 500 Euro für, ja gut, ist vielleicht ein wenig, 1.500 Euro für Lizenzen, dafür haben wir aber auch immer die aktuellste Software, dann ist das für den Unternehmer vielleicht auch doch eine Win-Win-Situation. Klar, was man halt sehr kritisch sehen kann, ist halt, dass Microsoft dann jederzeit auch Preise ändern kann und dann bist du halt drin, ne? Mitgehangen, mitgefangen. Dann hast du halt wirklich ein Problem, wenn jetzt Microsoft sagt, was sie ja schon mal gemacht haben, wir erhöhen die Preise um 30%, dann bist du als Office 365-Kunde halt wirklich, dann haben sie wirklich die Hand im Schritt. Dann gibt es kein Zurück mehr, dann ist echt Ende im Gelände. Aber gut, jeder wie er möchte. Ich würde sagen, wir machen mal mit dem nächsten Thema weiter und da gibt es eigentlich kein großes Wenn und Aber, da gibt es nämlich eine Sicherheitslücke bei Cisco mal wieder und die haben jetzt da Patches rausgebracht und das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil das auch großes Thema ist, dass man die SD-WAN, vManager-Software und Small-Business-Router mal updaten sollte oder mal gucken sollte, ob man da die aktuellste Software am Start hat, um da einfach vor geschützt zu sein und die sind eingestuft als High und Critical. Deswegen auf jeden Fall alle Cisco-Admins da mal in die Shownotes schauen, da haben wir euch das Ganze verlinkt. Dann könnt ihr da eure Geräte patchen. Ja, was nicht mehr zu patchen geht, ist der Firefox auf Echo-Show-Geräten oder Fire-TV-Sticks. Muss ich ehrlich sagen, ich habe auch einen Fire TV Stick hier am Start und ich habe den auch noch drauf und das kommt noch aus der Zeit, wo Amazon und Google sich nicht grün waren und dann konntest du YouTube nur über den Browser praktisch nutzen.
Und scheinbar stellt jetzt mittlerweile Mozilla die Entwicklung für das Ganze ein und den Support. Und ab Ende April gibt es dann keine Updates mehr. Und von den Echo Show Geräten verschwindet er zum Beispiel automatisch. Und beim Fire TV gibt es halt einfach keine Updates mehr. Und bei dem Echo Show geht das dann über auf diesen Onboard Silk Browser. Der hat, soweit ich weiß, ja Chromium unten drunter. Ist jetzt, also ich habe den auf dem Fire TV ein paar Mal benutzt, aber man nutzt den eigentlich auch nur, wenn es nicht anders geht. Also ich kann einfach nur sagen, wenn es für irgendwas eine App gibt, Leute, nutzt die App, weil diese ganzen Geschichten, die machen keinen Spaß. Das ist echt nichts Angenehmes, deswegen lieber App nutzen und dann passt es auch. Ja, ich befürchte halt, dass, ja, Mozilla, muss man ganz klar sagen, da im Moment so ein bisschen Geld braucht. Dieses Gefühl habe ich. Jo, wir waren ja gerade bei Microsoft. Gehen wir mal wieder zu Microsoft und gehen wir auch mal in die Cloud. Ja. Die braucht ja auch Hardware. Also nicht wie viele glauben, dass die Cloud unbegrenzt ist, sondern da läuft ja auch richtige Hardware und die kann unter Umständen auch mal ziemlich warm werden. Und da ist auch immer die Frage, auch im Hinblick auf Umweltschutz, weil das sind ja nicht alles irgendwelche Umweltbanausen in den Rechenzentren, möchte man das ja möglichst effizient machen, auch das Thema Kühlung. Und da kann man auch sehr viel Geld einsparen. Microsoft hat da einen neuen Ansatz scheinbar. Ja, also wer schon immer mal Bock darauf hatte, dass es in seinen RZ-Umgebungen von der Decke regnet, der sollte seine Server definitiv in Perfluor 2-Methyl-3-Pentanon tunken oder auch bekannt als Nuvex 1230 von der Firma 3M. Das hat Microsoft nämlich jetzt ausprobiert. Die haben das Ganze in einer nicht leidischen, also dielektrischen Flüssigkeit ihre Server drin versenkt. Die kommen mit der Hardware ohne Kühlkörper oder ohne größere Kühlkörper. Und das Ganze ist eben komplett in dem Bad versenkt. Die kommen mit der Hardware. Und das Ganze, also die Flüssigkeit, hat einen Siedepunkt von 50 Grad. Und ab der Temperatur eben durch das Sieden transportiert es die Abwärme weg. Das Ganze verdunstet dann, kommt oben am Deckel von diesem Gehäuse, in dem das Ganze untergebracht ist, setzt es sich ab und regnet dann quasi wieder zurück ins Becken. Das Ganze haben sie eben ausprobiert und festgestellt, dass das wohl relativ gut funktioniert. Sieht ganz lustig aus, die kompletten Server da in dem Wasser drin zu sehen oder in dieser Flüssigkeit drin zu sehen, in der sie da drin sind. Und sie haben festgestellt, dass sie 5-15% weniger Leistungsaufnahme dadurch brauchen, was natürlich auch Stromkosten spart und demnach auch die Umwelt schont, wie du eben schon gesagt hattest. Und es ermöglicht eben auch zum Beispiel zu Stoßzeiten Hardware zu übertakten ohne Probleme, wenn besonders viel Rechenleistung benötigt wird. Das Ganze ist so ein bisschen, ich sag mal, auch analog zu dem, was sie schon mal probiert haben, dass sie die komplette Hardware ja in einem Überseecontainer im Meer versenkt haben, um das Ganze darüber zu kühlen. Da haben sie den Container mit Gas befüllt und bei beiden Tests, sage ich jetzt mal, haben sie festgestellt, dass generell die Hardware, egal ob es in der Flüssigkeit oder auch in diesem Gas umgeben, deutlich weniger ausfällt. Also, mal gespannt, was in Zukunft kommt. Vielleicht tun wir bald unsere ganze Hardware auch im privaten Bereich in Flüssigkeit tunken. Ja. Was ich halt bei so Zeug immer wahnsinnig interessant finde, dass man dann auch noch so einen Abwärmekreislauf mit reinbauen könnte. Sagt, okay, wir nutzen es halt noch die Abwärme von den Servern dann, um, keine Ahnung, noch irgendwie eine Turbine oder einen Stirling-Motor oder irgendwas zu betreiben. Ja. Ja. Also da ist halt auch noch viel offen, bin ich mal der Meinung. Und ich denke mal, dass man da in den nächsten 15 Jahren, denke ich, noch einiges sehen werden. Ich denke auch. Es gibt schon Ansätze, zum Beispiel in Amsterdam, was viele ja auch nicht so wissen, dass Amsterdam neben Frankfurt am Main ja auch so eine Stadt ist, wo mehr Server als Einwohner zu Hause sind. Und dort gibt es riesige Rechenzentren. Und die nutzen teilweise jetzt die Abwärme der Rechenzentren schon, um das Fernwärmenetz der Stadt zu speisen. Und diesen Ansatz gibt es auch schon in Deutschland von einzelnen Rechenzentrumsbetreibern. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Plus Server AG,
dass die zum Beispiel das auch nutzen. Ich meine auch mal was gelesen zu haben, dass 1&1 das mittlerweile auch macht, um die Büroräume damit zu heizen. Ich meine, das ist ja das Naheliegendste, wenn ich jetzt ein riesen Verwaltungsgebäude noch daneben habe, dass ich dann da auch gleich meine Büros mit beheize. Warum denn nicht? Macht ja auch Sinn. Und das geht natürlich noch besser, wenn ich dann einen guten Wärmetauscher habe. Der Wärmetauscher ist bei diesen Rechenzentren ja einfach die Klimaanlage. Aber das hat halt auch, sag ich mal, einen relativ schlechten Wirkungsgrad, weil du ja da wieder ein Medium dazwischen hast, die Luft, die dann halt eben die Wärme transportiert. Wenn du aber halt direkt an die CPU rangehst und da die Wärme abgreifst oder direkt an den Komponenten, dann ist es natürlich viel effizienter, dann kannst du da viel mehr Wärme mitnehmen und geht viel weniger verloren als über so eine Klimatisierungslösung. Aber bleibt spannend und das ist natürlich auch ein Thema, was viele grünen Wähler natürlich super spannend finden sollten, was aber oftmals eher nicht der Fall ist. Aber sie sollten es gut als gut sehen, dass halt solche Entwicklungen stattfinden und dass auch die Rechenzentren sich auch Gedanken machen. Wie kann man mit dem Energiebedarf und auch mit der Abwärme, die dadurch entsteht, besser umgehen? Und warum nicht mehrfach verwenden? Ganz klare Sache. Gut, ja, was man am besten gar nicht verwenden sollte, ist SAP. Aus meiner persönlichen Sicht, liebe SAP-Anwälte. Und da gibt es auch jetzt schon wieder Warnungen, weil natürlich SAP-Umgebungen sehr komplex sind und viele Leute da auch scheuen, irgendwelche Updates einzuspielen. Genau, da ist es nämlich so, dass die US-Behörde, die CISA, die Cyber Security and Infrastructure Security Agency, Müllwagen, und die Forscher von Onapsis, die warnen vor 6 Lücken, die schon seit längerem bekannt sind und wo es schon länger Updates gibt, wo aber anscheinend noch nicht so, also wo es anscheinend noch viele Leute und Administratoren gibt, die diese Lücke noch nicht gepatcht haben. Und das Problem ist, dass der Code, um das anzugreifen, teilweise auf GitHub mittlerweile ist. Also den kann sich jeder ziehen normalerweise. Und das Problem ist, du kannst damit teilweise die SAP-Systeme übernehmen. Boah, wünscht sich, glaube ich, keiner. Deswegen aufgepasst, liebe SAP-Admins. Der Fluch bei solchen Systemen ist auch immer, dass solche Systeme sehr viel, da wurde sehr viel gecustomized. Und wenn das dann halt irgendwann ausartet, hatte ich auch schon bei einem Kunden, dann konnte der kein Update einspielen. Weil da war so viel Customized, der hätte erstmal wieder ein paar tausend Euro in die Hand nehmen müssen. Also paar ist bei SAP immer relativ. Musste da tausende von Euros in die Hand nehmen, um wieder so ein angepasstes Update überhaupt zu bekommen, damit er seine Systeme absichern kann. Also das ist ganz, ganz schwierige Nummer. Deswegen SAP habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Ja, wo ich keine Schwierigkeiten mit habe, das habt ihr ja schon mitbekommen, ist der Signal Messenger. Der ist aus meiner Sicht wirklich sehr interessant als Alternative für WhatsApp-Nutzer. Und da gibt es jetzt scheinbar auch wieder neue Funktionen. Genau, und da ist wieder unser Lieblingspasswort Blockchain. Natürlich. Nämlich in, das gilt momentan bloß in Großbritannien, bietet Signal die Funktion an, dass man quasi bezahlen kann über Blockchain-Technologie. Und das Ganze geht über Mobilecoin, da ist irgendwie, steckt Intel noch mit dabei. Und da kann man dann mit der Kryptowährung MOB, kann man dann quasi Geldbeträge überweisen auf die Blockchain-Konten der anderen Mitnutzer. Ja, das ist, glaube ich, ganz interessant, weil in Asien gibt es ja WeChat, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das ist dort, also dort redet niemand von WhatsApp, weil dort gibt es halt WeChat und WeChat kann halt auch Geld transferieren. Und warum sollte das auch nicht bei Signal gehen, dass man einfach sagt, ich schicke da jetzt Geld an dem Gegenüber, ist grundsätzlich erstmal aus meiner Sicht eine interessante Funktion und ich befürchte, dass es auch von Facebook/WhatsApp
irgendwann auch die Möglichkeit geben wird, Zahlungen hin und her zu schieben, weil das macht halt diese App dann noch wichtiger für die Leute, weil du dann noch mehr damit machen kannst und noch mehr diese App in den Alltag integrieren kannst. Und das ist ja auch Ziel dieser Plattform. Gerade Facebook ist ja da auch schon mehrfach kritisiert worden, dass die halt zum Beispiel in Entwicklungsländern kostenloses Internet bereitstellen, mit dem Ziel, dass halt die Leute hauptsächlich ihre Zeit auf Facebook verbringen und da eben ihre Daten und ihr Geld lassen und für die Leute dann halt mehr oder weniger Facebook das Internet ist, was ja eigentlich Quatsch ist, aber ja, schwierig. Da muss man auch noch dazu sagen, warum wäre das bei WhatsApp wirklich schlimm? Ja, weil die zum einen die Daten hätten und Signal macht, also warum macht Signal sich den Aufwand mit irgendwelchen Blockchains? Da ist ja der Sinn dahinter, dass die das auch wirklich sicher haben wollen und nicht nachvollziehbar. So quasi, dass die Macher von Signal nicht sagen können, aha, der hat jetzt, der überweist da jetzt irgendwie monatlich einen Tausender an Person XY. Das wollen die nicht wissen. So ein Facebook würde es natürlich sehr interessieren, weil es würde natürlich sagen, naja, der hat viel Geld in der Tasche. Ja, das Thema ist auch, für die ist auch interessant, was kauft man sich dann letztendlich, ne? Also was wird dann letztendlich bezahlt damit? Und deswegen glaube ich schon, dass es für Facebook interessant ist, ob das die Datenschützer so geil finden, eher weniger. Aber mal gucken. Also ich bin immer noch der Meinung, so Thema Predictions, ich denke, dass das passieren wird, dass Facebook da auch nachziehen wird, weil sie auf die Daten scharf sind. Ja, wer auch ganz gerne mal Daten sammelt, ist ja Amazon. Und Amazon ist ja auch nicht gerade bekannt dafür, dass sie jetzt so die großen Steuerzahler sind. Das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt. Und ja, Jeff Bezos hat sich da scheinbar jetzt mal dazu geäußert. Ja, genau. Es ist jetzt wohl vorgekommen, dass Jeff Bezos sich zu einem Programm der USA geäußert hat, dass doch bitte größere Unternehmen in der Steuerreform mehr Steuern zahlen sollen oder müssen. Was ein bisschen ungewöhnlich an der ganzen Aktion ist, dass sich Jeff Bezos ja eigentlich eher aus so diesen ganzen Politikthemen so ein bisschen rausgehalten hat. Ja, so die ganzen Marketing. Ja, wollte gerade sagen, die Hintergründe sind jetzt noch ein bisschen unbekannt, aber ich würde auch einfach mal sagen, das ist ganze so ein bisschen Image und auch wieder ein Schelm, wer da Böses denkt. Vielleicht. Das ist alles, denke ich mal, auch ein bisschen, um sich aufzupolieren. Und die andere Frage ist halt dann auch immer wieder bei, ich habe jetzt keinen Plan von diesem US-Gesetz, aber wie werden dann diese Großunternehmen oder diese Unternehmen, insgesamt, es geht um hauptsächlich Unternehmenssteuern, wie das dann auch wieder so aussieht, weil Amazon kann sich halt mal einen höheren Steuersatz locker leisten, wie das dann natürlich bei kleineren Unternehmen aussieht, ist das wieder was anderes. Und ein Schelm, der sich da Böses denkt. Das meine ich nämlich auch. Dass da dann halt eben vielleicht ein bisschen weniger Gewinn an andere Unternehmen abfließt und dann Amazon halt noch ein bisschen mehr rausschüren kann. Das ist halt auch immer so eine Sache. Schwäche deine Konkurrenz. Das könnte da auch so Ziel gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, und wenn ich mir halt selbst durch die Schulter stechen muss, um einen anderen umzulegen, dann dann nimmt man das in Kauf. Ich wollte gerade sagen, dann nimmt man das halt auch in der Größe durchaus mal in Kauf. Ja. Genau, was man nicht so in Kauf nehmen sollte, ist manchmal die IT-Sicherheit, gerade bei Transportunternehmen. Und noch schlimmer ist es, wenn dort Menschen transportiert werden und die nehmen es mit der Sicherheit nicht so genau. Und da gab es ja jetzt, Diskussionsbedarf mit den Berliner Verkehrsbetrieben. Das ist halt Berlin, ne? War. In der Tat, war das. Ich kann mich auch erinnern, dass wir das Thema im Tech Talk auch mal hatten. Und zwar haben nämlich die Berliner Verkehrsbetriebe sich gedacht, wir fahren halt U-Bahn von A nach B oder was auch immer, aber wir sind keine kritische Infrastruktur im Sinne des Gesetzes und dementsprechend wollen wir keine entsprechenden Schutznachweise erbringen müssen und wir wollen hier keine Prüfungen über uns ergehen lassen und so weiter und so fort. Und die haben jetzt dann doch einen Rückzieher gemacht und haben sich eingestanden, dass es vielleicht doch nicht ganz so ist,
Die BVG-Chefin erklärte, dass die eventuell falsch abgebogen seien. Finde ich sehr lustig in dem Zusammenhang. Ja, man hatte wohl halt ein bisschen versucht, das Ganze ein bisschen nicht so aufzukochen. Wahrscheinlich, weil auch viel Aufwand dahinter steckt. Sie haben jetzt eine eigene Liste mit 23 Mängeln geschickt und meinen, sie haben sind damit den Anforderungen wäre Genüge getan. Und ja, jetzt müssen sie eben auch Mindeststandards einhalten, IT-Sicherheitskonzepte vorlegen und pflegen und eben auch Melde- und Zertifizierungspflichten einhalten. Das ist, also ich sag mal so, jetzt mal Spaß beiseite mit Berlin und Stadtwerk oder Verkehrsbetriebe, aber das ist halt wirklich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist halt schon wirklich ein Batzen, wenn du da als kritisches oder Unternehmen kritische Infrastruktur hast, dann musst du dich ja auch zertifizieren lassen und dann, das hat einen riesen Rattenschwanz, riesen Bürokratie in Deutschland, also selbst auch was so die Kommunikation mit dem BSI angeht, ist wahnsinnig bürokratisch und wahnsinnig amtlich noch und alles und natürlich, da sitzen auch helle Köpfe, also ich habe ganz gestaunt bei dieser ganzen Geschichte mit dem mit dieser Hafnium-Exchange-Lücke, aber letztendlich ist es halt ein richtiger Overhead, den man erstmal bewältigen muss und deswegen verstehe ich auch Unternehmen, die sagen, sie wollen das eigentlich nicht. Natürlich, wenn man das jetzt mal allein aus der Security-Sicht sieht, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Aber Security kostet erstmal und wie schon eingangs mal erwähnt, du merkst halt erst, wie wichtig Security ist, wenn es mal nicht da war. Und das ist da halt wieder der Punkt. Und also aus meiner Sicht durchaus verständlich und die sollen sich jetzt auch zertifizieren lassen. Also ihr könnt zum Beispiel sicher sein, wenn ihr irgendwie Energieversorger hier bei euch in der Region habt, was wovon ich ausgehe, sonst hättet ihr nämlich ganz andere Probleme, als hier den Podcast zu hören. Wenn ihr einen Energieversorger habt, der ist zum Beispiel immer zertifiziert. Das ist mittlerweile, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Energieversorger auf jeden Fall eine Zertifizierung machen muss und auch ab einer gewissen Größe, glaube ich, ein ISMS, also ein Informationssicherheitsmanagement vorhalten muss und so weiter. Also das sind so die Geschichten und klar, Energieversorger, Stadtwerke, etc. oder auch diese Großkonzerne, E.ON, Vattenfall, wie sie alle heißen, Bayernwerk, die müssen auf jeden Fall zertifiziert sein. Klar, wenn Strom nicht mehr geht, dann haben wir in Deutschland ein echtes Problem. Ja, wo auch Administratoren ein Problem kriegen könnten, ist, wenn sie zum Beispiel eine Fortinet-Firewall einsetzen und die nicht gepatcht haben. Da gibt es jetzt Hinweise auf ja, Angriffe mit Advanced Persistent Threats, also das sind dann diese erweiterten Angriffe, also keine einfachen ja, Malware-Angriffe, sondern weiterentwickelte Angriffe und da wird praktisch die Fortinet, ich glaube FortiGate heißt die Firewall, also falls jetzt hier ein Admin zuhört, der Firewalls von Fortinet verwaltet, nicht so drauf achten auf die Dinger. Ich bin da nicht so drin, ich bin nicht so der Fortinet-Fan. Habt ihr vielleicht schon in der einen oder anderen Folge mal gehört. Aber ich glaube, die heißen FortiGate. Also wer die FortiGate zum Beispiel nicht so aktuell gehalten hat, der könnte jetzt ein Problem haben, dass diese Angreifer von diesen kriminellen Banden diese Lücke ausnutzen, um einfach als Brückentechnologie sozusagen über VPN ins Firmennetz reinzukommen. Und da gab es jetzt eben auch Fälle, wo das eben passiert ist und dann auch Ransomware zum Beispiel ins Unternehmen eingeschleust wurde über VPN und auch intern zum Beispiel auch Systeme abgezogen wurden. Und das ja, Kritische daran ist zum Beispiel auch, dass interne Systeme nicht nur verschlüsselt wurden, sondern auch zum Beispiel Backups gelöscht wurden oder eben auch verschlüsselt wurden. Und also das ist auf jeden Fall, wenn das passiert, hast du auf jeden Fall Spaß. Da musst du dann wirklich sehr viel Zeit aufbringen und das ist, glaube ich, dann echt nicht mehr lustig als Admin. Deswegen, Leute, wenn ihr sowas im Einsatz habt, guckt mal, ob eure Fortinet Firewall aktuell ist, eure Fortinet Router. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Patching bei den Systemen aussieht.
welcher Aufwand dahinter steht und so, das kann ich bei dem Hersteller nicht sagen. Aber guckt da auf jeden Fall mal drauf. Und die Gefahr besteht halt, wenn man zum Beispiel, was ja im Business-Umfeld durchaus normal ist, VPN Single Sign-On verwendet. Das heißt, man nutzt die Active Directory als Authentifizierung beim VPN. Dann ist natürlich in dem Fall es sehr leicht möglich, dann weiterzukommen im internen Netz, weil man dann halt Credentials hat, mit denen man sich zum Beispiel schon mal an der Active Directory anmelden kann. Und jeder Windows-Domänen-Admin, der weiß, was das bedeutet, wenn mal die Credentials von der Windows-Domäne irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen. Deswegen da erhöhte Vorsicht. Und ich habe euch auch nochmal was in den Shownotes verlinkt zu der ganzen Thematik, auch zu dem Thema Ransomware, also in Verbindung mit diesem Angriff. Da hat zum Beispiel einmal die Firma Kaspersky, aber auch unsere finnischen Kollegen von F-Secure haben dann einen interessanten Artikel rausgetan, wo auch ausführlichst beschrieben ist, was da vor sich geht, wie man sich schützen kann. Ach ja, und vom BSI habe ich noch vergessen, da gab es eine Liste, weiß jetzt nicht, ob die public war, mit IP-Adressen. Es kann aber auch sein, dass es nur bestimmte Unternehmen bekommen haben bei BSI. Aber da gab es eine Liste, vielleicht ist sie mittlerweile auch public knowledge, ich weiß es nicht, mit den IP-Adressen. Also die kann ich euch, glaube ich, nicht verlinken, weil die gibt es, glaube ich, so im Netz nicht. Aber Unternehmen, die beim BSI registriert sind, die haben das bekommen als PDF. Und dann kann man zum Beispiel diese Botnets-IP-Adressen, die kann man da einmal im Log korrelieren und kann nachgucken, ob da eben ein Angriff stattgefunden hat und zum einen halt dann auch eine Blocking-Regel schreiben für seine Firewall, um diese ganzen IP-Adressen einfach zu blocken, um da weiteren Schaden abzuwenden. Ja, mal wieder eine krasse Sicherheitslücke, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, kommen wir jetzt von Sicherheitslücken auf Firewalls zu Netzlücken. Zur Deutschen Bahn. Die hatte ja auch vor einigen Jahren mal die Ehre von einer Ransomware, damals von Petya. Wir haben ja ausführlich auf YouTube darüber berichtet. 2017 war das, glaube ich, oder 16. Sind die ja von Petya heimgesucht worden. Da waren ja die ganzen Anzeigetafeln verschlüsselt. Ja, da ging es auch nicht so schnell voran. Ja, in der Tat, aber hier in dem Fall geht es jetzt mal nicht um Ransomware, sondern nur um Verzögerungen beim WLAN-Ausbau in Intercity-Zügen. Ach, schade, Mist, wenn ich wieder nach Karlsruhe tingeln darf, dann darf ich, also wenn dann mal Corona mal wieder das Reisen ermöglicht oder das Ganze ermöglicht, dann wird es wohl doch nichts mit dem Internet und Arbeiten im Zug, das ist ja immer noch so ein großes Problem. Ich kann mich sogar noch erinnern, wir hatten das damals auch im Tech Talk, 2019 rum war das, wo sie angekündigt haben, dass sie für 30 Millionen Euro WLAN in den Inter- und Euro-Cities ausbauen. Dann kam Corona. Ja, dann kam Corona und durch den ganzen Corona-Quark haben sie das große Problem, dass sie dass die Werkstätten einfach die ganzen Aufträge nicht abarbeiten können, weil allein der Zugang eben zum Beispiel zu den Werkstätten gar nicht möglich ist durch Corona-Infektionsschutzbeschränkungen. Das heißt, die Leute können eigentlich gar nicht die Arbeit eben erledigen. Und ja, es stehen halt insgesamt 1300 Waggons zur Umrüstung an und das schaffen sie so aktuell auf jeden Fall nicht. Dementsprechend wird das Ganze auch erst im Jahr 2022 abgeschlossen. Ob Mitte, Ende oder Anfang damit gemeint ist, konnte man nicht genau sagen, aber es zögert auf jeden Fall das Ganze noch deutlich hinaus. Und die Router sind wahrscheinlich dann von 2018 oder so, die XP. Da verbaut werden. Oder die Access Points, besser gesagt. Das ist halt auch der große Mist, sag ich mal, bei so WLAN-Technik. Du müsstest ja jedes Mal, wenn sich mit WLAN irgendwas tut, müsstest du erstmal in allen Zügen die Access Points tauschen. Also das ist halt auch so ein Mist, sag ich mal. Ist halt bei einer Technologie, die sich schnell entwickelt, passiert sowas, ja. Aber schwierige Sache. Echt, bei euch fährt nur ein IC nach Karlsruhe? Nicht nur, du kannst auch, ja doch, warte mal, du kannst mit dem IC durchfahren und sitzen bleiben, das mache ich ganz gerne. Ach so. Meine Azubis fanden es immer lustig, mit dem ICE nach Stuttgart zu fahren, aber wenn du Pech hast, musst du halt 7 Gleise wechseln. In Stuttgart ist das total super, weil die erste Klasse nämlich immer hinten ist und nicht vorne. Ja. Deswegen, ja. Entspannter fährt man mit dem IC. Und es ist zeittechnisch um 7 Minuten anders. Ich muss ehrlich sagen, IC, ich kann mich nicht daran erinnern, mal mit dem IC
Ja, doch einmal, aber das ist 2007 gewesen, ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Das war eine richtige Ranzkiste, also wirklich anders kann man dazu nicht sagen. Die Sitze, das hat alles gemüffelt und nein, das waren nicht die Mitfahrer oder Mitreisenden, sondern das war wirklich, also es war ziemlich versifft alles und dann ging, das sind ja dann auch Steckdosen gewesen, da ging nur die Hälfte und so. Ich meine, man könnte jetzt sagen, bei der Bahn Normalzustand, aber ich weiß nicht, hast du gestern vom Richard Gutjahr den Instagram-Post gesehen, David? Nee. Der war gestern mit einem ICE unterwegs, war auch ganz interessant, das noch als Schwank am Ende. Und so ein Abfuck, anders kann man es nicht nennen. Irgendwann ging da irgendwie so eine Klappe nicht mehr zu bei der Tür. Irgend so eine Rampenklappe von der Rampe, irgendwas ging nicht mehr zu. Und dann hieß es, ja, wir müssen den Zug wechseln. Dann haben sie den Zug gewechselt in dem Bahnhof, waren in einem anderen Zug drin, 20 Minuten lang nichts passiert. Dann auf einmal hieß es, ja, Problem gelöst, geht wieder rüber in den anderen Zug, in den ursprünglichen Zug. So, dann eine Stunde weitergefahren, dann war mit dem Zug wieder irgendwas, dann hieß es Zugwechsel, jetzt aber auf freier Strecke irgendwo, in den anderen Zug rein und dann ging es da auch erstmal nicht weiter und dann hieß es da ebenfalls jetzt wieder zurück in den anderen Zug und dann hieß es aber wieder von dem anderen Zug in den neuen Zug, in den Ersatzzug und dann ging es mit dem Ersatzzug weiter und die Bahn hat scheinbar geschnallt, ich weiß nicht, ob sie ihn erkannt haben oder ob irgendjemand was gesagt hat zu dem Zugbegleiter oder zu dem Zugchef, auf jeden Fall hat er dann irgendwann eine Durchsage gemacht, dass die Bahn darum bittet, falls die Reisenden davon Aufnahmen gemacht haben, die zu ihrer eigenen Sicherheit zu löschen. What? Was? Wo er dann auch gesagt hat, what the fuck, was macht das für einen Sinn, die zu löschen? Weil letztendlich die ganzen Leute, er hat die ja nicht direkt gefilmt, und zum anderen hatten die ja alle Masken auf, das hat geschneit, die Leute waren mit Jacken draußen auf dem Bahnsteig, also letztendlich, und ich meine, er ist Journalist, also von daher, was macht das für einen Sinn? Ich habe gerade mal geguckt, ob die Story noch da ist, nee, leider nicht, aber die 24 Stunden, die ist halt jetzt leider weg, sonst hätte ich mal kurz das abgespielt, aber das war auch was, wo er dann auch nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, Leute, ey, also das kann es ja nicht sein, dass ich hier als Journalist was filme zufällig, was halt wirklich beschissen gelaufen ist und es ist ja nicht so, dass es bei der Bahn das erste Mal ist, dass sowas passiert, also ja, dann wird man sowas doch noch anprangern dürfen, also die Bahn hat es halt mit Persönlichkeitsrechten begründet und bla, aber ja, Bullshit. Das war das Marketing. Das Marketing hat da gerufen. Naja. Naja, oder es war halt die böse Bahn, wo dir dann die entsprechenden Leute vor die Haustür schickt. Zu eurer eigenen Sicherheit. Genau. Ja, zu ihrer eigenen Sicherheit habe ich hier einen Baseballschläger dabei. Ja. Das wollen sie doch auch. Ja. Zu ihrer eigenen Sicherheit kommen sie nicht näher. Naja, gut. Wie dem auch sei, sind wir mal gespannt. Irgendwann wird es auch wieder mehr Zugfahrten geben. Ich hätte auch mal wieder Bock, aber ich bin ganz ehrlich, ich fahre gern Zug, aber nicht mit einer FFP-Maske da 3-4 Stunden. Nee, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ja, sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Zu guter Letzt habe ich noch 3 organisatorische Geschichten. Die eine ist, wir sind jetzt mit Kurs of For You auch auf Giphy. Giphy ist ja diese GIF-Plattform, die übrigens auch bei Microsoft Teams eingefügt ist. Das heißt, ihr könnt jetzt bei Microsoft Teams, falls ihr das im Unternehmen benutzt, könnt ihr Kurs of For You GIFs benutzen. Da wird es zukünftig immer mal welche geben. Also das ist halt, muss dazu sagen, wir verdienen damit natürlich nichts und B, wir müssen gucken, was können wir überhaupt nehmen und C, es ist auch aufwendig, zeitlich diese GIFs da rauszurendern aus den Videos. Aber da habe ich schon ein paar lustige Sachen gefunden. Also mittlerweile sind auch aus unseren Gamescom-Besuchen, zum Beispiel von Saraza gibt es ein GIF oder auch von Brammen von Pizmeet und von, wie hieß der andere? Weiß jetzt nicht mehr, ist egal. Auf jeden Fall tauchen da dann immer mal ein paar GIFs auf, auch von uns teaminterne GIFs. Gibt es ein paar witzige Sachen. Auch Sachen, die mich betreffen, sind dann da drin, aber letztendlich
ist es ganz witzig. Ich finde es auch lustig, wenn du dann deine eigenen GIFs hast, wenn du dann mit teamintern hier schreibst und dann kannst du mit eigenen GIFs, kannst du dann irgendwas kommentieren, ist, glaube ich, ganz lustig. Aber das wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wird es wachsen. Da ist jetzt kein riesen Fokus drauf. Also da, wenn im Monat mal so 10 GIFs rausfallen oder 5, ist gut, weil, wie gesagt, das ist halt ein Aufwand, du musst es rausrendern, musst es in GIF umwandeln und so, und dann soll es ja auch noch ein bisschen witzig sein oder originell, dann musst du da noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Aber da wird sich was tun, und wir haben jetzt auch schon, das ist auch verrückt gewesen, diese Plattform, ich bin da jetzt nicht so drin im GIF- und Meme-Game, aber wie ich dann auf diese Plattform geguckt habe nach ein paar Tagen, wir haben da schon ein paar tausend Abrufe, wo ich mir denke, what the fuck? Also so GIFs auch, die absolut nichtssagend sind, wo ich eigentlich ernsthaft überlegt habe, die überhaupt hochzuladen, die haben ein paar tausend Abrufe. Jetzt habe ich gesagt, komm, lasse drauf. Ist ja auch nur Werbung, aber gut, interessant. Komische Menschen, die auf so GIF-Plattformen unterwegs sind, einschließlich uns natürlich. Wir sind Informatiker, die sind immer alle komisch. Genau, das eint uns, das ist unsere Gemeinsamkeit. Ja, was auch nett ist, wollte ich ankündigen mal, weil wir hatten ja in der vorletzten Folge drüber geredet, hier die tolle, wirklich tolle WDR-Dokumentation Feuer und Flamme, die geht jetzt in die 4. Staffel, habe ich gestern einen Trailer gesehen auf YouTube, diesmal unter Corona-Bedingungen, also ist, denke ich, auch interessant, also für alle Leute, die sich so ein bisschen für die Feuerwehrarbeit und Rettungsdienst und so weiter interessieren, ist, glaube ich, ganz interessant, hat David und wir haben das ja schon mal empfohlen, ja. Also ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, klickt in die Umfrage der Woche zum Thema SMS und Tesla, und dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig als schöne Zeit und bleibt uns gewogen. Ach ja, abonnieren, das wird eure Lebensqualität um vieles steigern, wenn ihr unsere Kanäle abonniert. deswegen sagt es auch euren Nachbarn. Und auch gerne mal beim Fleischer. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis dann, ciao. Servus. Servus. Ja, servus.